Verständnispolitik. Vielleicht hört man es so besser, ja. Ich hätte genug Resonanz. Von Sentence Politics, ein Projekt der Stiftung für effektiven Altruismus, das sich vor allem für nachhaltige Ernährung und nachhaltigen Konsum einsetzt. Wenn ihr Fragen und wenn Sie Fragen haben im Anschluss und mehr über die Stiftung für effektiven Altruismus wissen möchtet, wir sind zahlreich hier alle mit schicken Schildern angeschrieben. Beim Apelodan stehen wir zur Verfügung, falls Ihnen Fragen auf der Zunge brennen, können Sie sich gerne an uns wenden. Auch liegen Formulare, Infomaterial und Flyer außen bei den Apelotischen auch auf. Da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, euch einzutragen und Flyer mitzunehmen. Da Sie nun aber alle auf das Podium brennen, möchte ich Sie eigentlich gar nicht länger da aufhalten mit meinem Gerede. Ich schreibe gleich zur Vorstellung der Podiumsgäste. Ich habe zu meiner Rechten Balthasar Glättli. Er ist Nationalrat der Grünen und Fraktionspräsident. Außerdem ist er Mitautor des Buches Die unheimlichen Ökonomen. Gleich haben Sie im Verwandten Ökologen, Entschuldigung. Ja. Sind zu viele Menschen das Problem, auch angesichts der kommenden Abstimmungen durchaus eine Frage, die man sich stellen kann. Dann von Adriano Manino, er ist Präsident der Stiftung für effektiven Altruismus, Mitgründer des Projekts Sentence Politics und Philosoph. Herr Francis Genevall, ebenfalls ein Philosoph und Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich. Außerdem ist er Autor des Buches Die philosophische Legitimation der Europäischen Union. Dann Irmi Seidel. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und unterrichtet unter anderem doziert für Umweltwissenschaften und Umweltökonomie, unter anderem genau in diesem Raum. Sie macht das jeweils ohne Mikrofon und man hört sie trotzdem. Dann haben wir Barbara Bleisch, sie wird diese Diskussion für uns moderieren. Man kennt sie, das Gesicht von der, zumindest die einen vielleicht, von der Sternstunde Philosophie, von Schweizer Radio und Fernsehen, SRF. Außerdem arbeitet sie als affiliierte wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ethikzentrum der Universität Zürich mit und ist da auch in der Forschung zu Ethik tätig. Hier werde ich jetzt auch gleich das Wort erteilen. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion und wünsche Ihnen allen viel Spaß. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Herzlich willkommen auch meinerseits. Als ich die Anfrage erhalten habe, ob ich das heute Abend moderieren möchte, habe ich zuerst gesagt, auf jeden Fall, weil es unglaublich tolle Gäste sind. Ist immer schön, was moderieren zu können mit so klugen Köpfen. Auch auf jeden Fall, weil mich das ganze Thema sehr interessiert. Aber ich habe gesagt, ich moderiere nur, wenn es keine Hühnerleiter-Veranstaltung gibt. Das gibt es jetzt hier trotzdem. Wir sitzen hier ein bisschen rumgebastelt, aber es wird interessant werden, ich bin mir sicher. Ich möchte anfangen damit zu verstehen, was Effective Altruism will. Adriano Manino. Peter Singer war noch nicht vor allzu langer Zeit in der Schweiz. Es gab eine Veranstaltung mit ihm an der Universität Zürich und er hat in seinem neuesten Buch, The Life You Can Save oder nachher The Most Good You Can Do, gesagt, man sollte 10% seines Einkommens abgeben, um die Welt zu verbessern. Ist das ein Richtwert, mit dem Sie sich anfreunden können? Ich glaube durchaus, ja. Vielleicht eine kleine Vorbemerkung. Also Peter Singer ist einer der Autoren, die zum effektiven Altruismus publiziert haben, der sich auch als effektiver Altruist versteht. William McCaskill und andere Autoren gibt es in diesem Bereich auch. Peter Singer hat den größten Namen und deswegen gibt es aktuell die Tendenz, den effektiven Altruismus etwas mit dem Singerismus gleichzusetzen. Das, denke ich, wäre aber verfehlt. Also ich glaube, Peter Singer vertritt den effektiven Altruismus oder eine Variante davon. Man muss aber überhaupt nicht sozusagen all seine Prämissen und Konklusionen einkaufen, um diese Philosophie auch zu vertreten. 10%, ja, ich glaube, damit kann ich mich durchaus identifizieren.
Also als ich zum ersten Mal von diesem Vorschlag hörte, ja 10% des eigenen Einkommens abgeben und vielleicht sogar noch mehr, dachte ich, ist das wirklich was für mich? Das klingt nach einer großen Challenge, ich bin kein moralisch Heiliger, ich habe auch noch andere Ziele und so weiter. Kann ich das wirklich durchziehen? Und dann habe ich das irgendwie 2-3 Monate auf mich wirken lassen und gedacht, okay, ich versuche es mal. Auch empirisch kann man das ja testen, 2-3 Monate mal machen und dann justieren. Ich habe mich auch mit der Glückspsychologie zum Beispiel befasst und dort festgestellt, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass wenn man irgendwie in einem vergleichsweise reichen Land lebt und 10% abgibt, dass das einen unglücklicher macht, sondern vielleicht im Gegenteil zum Lebenssinn beiträgt. Und insofern konnte ich mich damit dann durchaus identifizieren, auch gerade angesichts der fundamentalen ethischen Begründung dieses Tuns. Und die Begründung besteht ja darin, dass wir uns sozusagen kontraintuitiverweise vielleicht täglich in einer Art Katastrophensituation befinden. Ja, zum Beispiel sterben nach wie vor jeden Tag 20.000 Kinder unter 5 Jahren, das sind nur die unter 5 Jahren, 20.000 Kinder an den Folgen der extremen Armut. Also in gewisser Weise ist jeden Tag Katastrophe, und wenn ich direkt mit dieser moralischen Katastrophe konfrontiert wäre, zum Beispiel in meiner Heimatstadt auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich das täglich sehen würde, dann wäre es wohl ein No-Brainer, dass ich sagen würde, ich versuche vielleicht 10% oder mehr zu spenden, wenn ich mir das leisten kann und wenn die Spenden effektiv sind. Und mehr noch, das Spenden ist ja nur ein praktischer Teil. Also es geht dann auch um nicht nur um Geldspenden, sondern auch um Zeitspenden genauso. Was ebenfalls plausibel ist, wenn ich mich mit dieser ethischen Katastrophensituation konfrontiert sehe, sind große Zeitspenden, dass ich mich also fragen würde, okay, was beim täglichen Gang zur Uni oder so, was mache ich da eigentlich genau, welche Ziele verfolge ich damit und hätte ich nicht auch ethische Ziele und wie könnte ich vielleicht meinen Berufsweg auch darauf ausrichten? Das scheint mir auch plausibel. Eine kurze Rückfrage, im Moment, glaube ich, beschäftigt alle die Flüchtlingskatastrophe, ich glaube, man muss es so benennen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Geld zu spenden für die Betreuung von Flüchtlingen auf Lesbos oder selber hinzufahren, gibt es aus Ihrer Sicht etwas, was eher zu tun ist? Ich glaube, das hängt von individuellen Skills insbesondere ab. Also wenn man Expertenwissen und praktisches Erfahrungswissen darüber hat, wie man vielleicht wirklich direkt helfen kann vor Ort, dann könnte sich das anbieten. Andernfalls scheint aber schon das Geldspenden oft vorteilhaft zu sein. Also es gibt auch viele, viele Beispiele fehlgeschlagener Projekte im Bereich der Entwicklungshilfe, wo Leute auch tatsächlich dann einfach selbst hingefahren sind und versucht haben, Schulen zu bauen und so weiter, ohne großes Expertenwissen. Und oft ist es in der Tat besser, sich auf den eigenen komparativen Vorteil, ökonomisch gesprochen, zu konzentrieren. Wenn man in einem reichen Land lebt, in Zürich zum Beispiel verdient jede vierte Person über 10.000 Franken monatlich, da kann man oft einfach viel mehr bewirken, wenn man einfach das Geld rüberschiebt sozusagen, weil man mit dem Geld dann vor Ort mehrere Personen, nicht nur eine, man selbst wäre ja nur eine Person, könnte nur die Arbeitskraft einer Person beisteuern, weil man mit dem Geld dann oft mehr die Arbeit mehrerer Personen vor Ort ermöglichen kann, die Expertenwissen haben. Frau Seidel, Sie engagieren sich in der Postwachstumsgesellschaft oder Postwachstumsdebatte, Sie haben auch einen entsprechenden Blog gegründet. Ist Spenden etwas, was wichtig ist für Sie in diesem Zusammenhang? Also im Zusammenhang mit Postwachstum oder Wachstum haben wir die Spendendebatte nicht thematisiert. Nein, das ist kein Thema diesbezüglich. Da geht es um die grundsätzliche Entwicklung unserer Volkswirtschaften. Spenden, also beziehungsweise Zeitspenden oder die Verwendung unserer Zeit für die Gestaltung einer anderen Gesellschaft, einer Postwachstumsgesellschaft, ist durchaus relevant. Denn wenn unsere Gesellschaften sich in Richtung einer Postwachstumsgesellschaft bewegen, das heißt, dass die Wachstumsabhängigkeit zurückgeht, dann ist das Engagement eigentlich der Zivilgesellschaft, vor allem der Zivilgesellschaft, gefordert. Das heißt, wir müssen neue Strukturen aufbauen. Das kann einerseits sein im Bereich von Alterssicherung, damit diese weniger wachstumsabhängig ist, oder andere Unternehmen, die nicht eben von globalen Märkten abhängig sind, wo ein großer Wachstumsdruck ist, oder das kann im Bereich sein von einem anderen Konsummustern, wo also sehr viel Engagement der Menschen notwendig ist, Kreativität, um neue Strukturen aufzubauen. Ich würde sagen, in diesem Bereich geht es weniger um Geld als solches, als vor allem um Kreativität, um Initiative, um die Bereitschaft,
Bereitschaft, neue Dinge auszuprobieren und auf eine politische Ebene zu bringen, die dann auch von höheren Strukturen übernommen werden kann. Herr Schönewald, Sie sind sozusagen der Fachmann für die Strukturen, wenn es um Politik geht, um Demokratietheorie, überhaupt um politische Theorie. Wie bauen wir Gesellschaft? Nach welchen Regeln funktionieren sie? Funktionieren sie vielleicht auch gut und erfolgreich? Was ist der Zusammenhang oder was brauchen wir mehr? Spenden? Individuelles Engagement? Oder politisches Engagement? Oder ist diese Gegenüberstellung schon einfach falsch? Ja gut, das ist ja eine allgemeine Kritik, die oft an der Bewegung des effektiven Altruismus vorgetragen wird, dass sie quasi strukturblind ist, nicht, und zu wenig auf die Bad Governance schaut. Jetzt, ich kann nicht für die ganze Bewegung sprechen, rein wissenschaftlich wäre es möglich, dass in diese Glücksmaximierungskalküle und in diese Entscheidungskalküle ja man mit einbezieht, dass man auch politisches Engagement quasi einrechnen könnte. Nicht wahr? Also methodisch ist quasi das Strukturwandel-Engagement nicht dem effektiven Altruismus nicht fremd. Es ist nur so, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel McCaskills Buch lesen, ich habe es heute mitgebracht, Doing Good Better, Sie werden das Wort Governance oder Strukturen oder Oppression oder Bad Governance in diesem Buch vergebens suchen und deshalb vielleicht die Kritik halt, dass es so etwas eine Wohlfühlbewegung ist, die halt sich auf das Spenden und quasi den kapitalistischen Status quo einlässt und zu wenig grundsätzlich über die Bad Governance Dinge spricht. Aber wie gesagt, das kann man diesem Buch vorwerfen. Herr Manino hat schon gesagt, man soll nicht einzelne Autoren mit der Bewegung identifizieren. Das will ich auch nicht tun. Aber es scheint mir methodisch grundsätzlich möglich zu sein, natürlich das eine jetzt nicht gegen das andere prinzipiell auszuspielen. Möchten Sie darauf reagieren? Ganz kurz vielleicht, ja, da stimme ich natürlich zu. Und ich glaube auch, dass einzelne Exponenten politisch gewisse blinde Flecken haben. Ich denke aber durchaus, dass diese Gegenüberstellung eben individuelles Spenden, politisches Engagement, individuelles Engagement eigentlich falsch ist, weil ich meine, auch politisches Engagement ist immer ein Engagement von Individuen, ist quasi auch immer eine Zeitspende von Individuen. Und was Geldspenden angeht, da kann und soll man natürlich an politische Organisationen spenden, die versuchen, strukturelle Reformen zum Beispiel herbeizuführen, wenn man empirisch begründet denkt, dass dies eine effektive Weltverbesserungsstrategie sei. Also das heißt, eine Spende an Médecins Sans Frontières taugt nichts? Doch, durchaus. Aber es ist eine empirische Frage, ob man nicht vielleicht mehr bewirken könnte. Also jetzt zum Beispiel eben im Bereich Armutsbekämpfung oder der Bekämpfung oder Zurückdrängung von Krankheiten, die in Entwicklungsländern grassieren. Da ist eine empirisch-wissenschaftlich zu untersuchende Frage, ob quasi direkte Interventionen, Hilfswerke vor Ort oder Investitionen in unsere Forschungsbudgets zum Beispiel oder zum Beispiel politische Reformen im Bereich Illicit Financial Flows, also internationale Gerechtigkeit, was hier am effektivsten wäre. Und ich glaube, das ist eine schwierige Debatte. Ich glaube, man kann weder sagen, es sei klar, dass strukturelle Interventionen immer besser seien, noch dass klassische Hilfswerkinterventionen besser sein, das muss man von Fall zu Fall evaluieren. Es hängt auch davon ab, wie risikoavers oder nicht man ist. Also wenn man zum Beispiel sich sicher sein will, dass man gewisse Leben gerettet hat, ist vielleicht eine Spende an Médecins Sans Frontières oder die Verteilung von Anti-Malaria-Bettnetzen angezeigt. Wenn man weniger risikoavers ist, dann kann man vielleicht an politische Organisationen spenden, im Wissen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass dann vielleicht die Reformen nicht durchkommen. Herr Gladley, das ist natürlich der Trumpf bei Ihnen. Es wurde vorhin gesagt, politisches Engagement ist individuelle Zeitspende. Sind Sie ein individueller Zeitspender? Ja, also das bin ich in der Tat. Ich habe immer in meinem Leben darauf geschaut, dass ich genug Zeit habe, sonst nehme ich das in die Hand. Das ist am einfachsten. Ich habe in meinem Leben immer darauf geschaut, dass ich genug Zeit habe für politisches Engagement, das mir ja schon seit meiner Mittelschulzeit wichtig war und habe darum auch verzichtet, gewisse berufliche Perspektiven wahrzunehmen. Also das war in dem Sinne eine Entscheidung für mich. Und da kann man natürlich, das muss man jetzt nicht in diesem Setting von Effective Altruism sehen, aber man kann es natürlich auch so, man könnte es auch so begründen. Ich denke,
dass ich vermutlich hier etwas mehr Talent habe als in einigen anderen Bereichen. Und eben könnte man sogar sagen, das wäre effektiv eingesetzte Zeit. Mir ging es aber auch um etwas anderes, nämlich dass meine Motivation, politisch aktiv zu sein, schon sehr früh und sehr tief und auch unabhängig jetzt von dem parteipolitischen Engagement immer darin lag, dass ich es nicht verputzen konnte, wenn die Dinge einfach so sind, wie sie sind. Und ich habe mich immer im Kleinen wie im Größeren dafür eingesetzt, dass man eben die Rahmenbedingungen ändert. Also für mich ist so ein Lieblingsbegriff aus meiner Geschichte ist das Wort Sachzwängereien. Für mich gibt es eigentlich sehr wenige Sachzwänge, sondern in den meisten Fällen sind das rhetorische Versuche, gegen Wandel zu argumentieren. Und ich habe aber jetzt ganz persönlich natürlich, wenn ich jetzt die verschiedenen Artikel über Effective Altruism gelesen habe, schon manchmal auch ein wenig leer geschluckt, weil mich das sehr stark daran erinnert hat, an etwas, was Slavoj Žižek mal so in einem schönen Vortrag vorgeführt hat. Es gibt so ein tolles YouTube-Video, da, wo dazu gezeichnet wird, wo er dann quasi zum Punkt kommt, wo er sagt, ja, das ist eben quasi der Kapitalismus in seiner höchsten Blüte ist, wenn man bei Starbucks nicht nur Kaffee kaufen kann, sondern auch ein gutes Gewissen. Und das ist aus meiner Sicht die Grundkritik, die ich jetzt mal so als Debattenbeitrag in die Runde werfen möchte. Also ist es nicht so, dass nur schon vielleicht die Grundidee, dass man etwas möglichst effektiv, also dass man etwas effektiv tun muss, finde ich richtig. Also wenn man Mittel einsetzt, dass die dort ankommen sollen, wo sie hingehören und nicht das Gegenteil bewirken. Aber dahinter steht ja auch ein etwas plumperer Effizienzbegriff nach dem Motto, ich kann mehr Geld produzieren, wenn ich jetzt als Hedgefondsmanager quasi Nahrungsmittelfuture verschiebe und dann gleichzeitig 10 NGO-PraktikantInnen zahle, die dann gegen mich Kampagne machen. Und ich habe eben das Gefühl, dass ein wesentliches Problem unserer Gesellschaft, das auf uns zukommt und das eigentlich die große Zukunftsfrage sein wird, das ist eben, dass die Welt nicht, dass die Welt an den Tüchtigen zugrunde geht und nicht an den Faulen. Also das war so Anfangs 90er Jahre für mich so ein Text, der mich aufgeweckt hat, als ich auch als Praktikant, als freiwilliger Praktikant unbezahlt, bei den Grünen das Archiv sortiert habe, habe ich einen Text gefunden in der Zeit damals, der hieß Mehr Muße, mehr Faulheit, mehr Schlendrian, und das ist ein Text, den ich alle Jahre wieder hervornehme, und es ist quasi, also ganz simpel gesagt, es ist ein Angriff quasi darauf, dass der Wandel der Gesellschaft durch Verzicht kommen müsse, und ein simpler Verweis darauf eben über die Thesen von Max Weber, also von dem her ist nichts Revolutionäres, was in diesem Artikel steht, aber das ist für mich etwas, was ich mich, auch wenn ich selbst mich beobachte, immer wieder frage, ist es mit immer mehr und immer effizienter, ist es das, was wirklich den Wandel bringt, oder müssen wir nicht eben über die Perfektionierung oder die Optimierung des Kapitalismus hinaus an seiner Transformation arbeiten? Oh, Seidel, das ist aufgelegt für Sie. Ja. Eben aus der Post- oder aus der Wachstumsdebatte sehen wir eben, dass die innere Logik des Kapitalismus eigentlich eben diese Spirale immer weiter dreht und der effektive Altruismus eigentlich in der gleichen Richtung mit weiter dreht. Und es geht zugespitzt könnte man auch sagen, wir sollen wachsen, weiter wachsen, damit wir Geld irgendwie verdienen können, zur Seite bringen können, was wir dann wieder für die Verminderung von Leiden verwenden. Und damit, denke ich, würden wir, wenn wir das insgesamt global machen, bringen wir das System definitiv zum Kollaps und wir helfen auch niemandem. Und ich denke auch, dass wir wirklich in die Richtung gehen müssen, wie können wir grundsätzlich dieses System verändern, dass nicht so viel Leid von diesem System ausgeht. Denn
das müssen wir auch diskutieren. Wieso haben wir weiterhin 20.000 Personenkinder, die täglich sterben? Wieso haben wir so viel Leid? Das sind doch zum großen Teil die Auswirkungen dieses Kapitalismus in dieser Welt, in der wir leben. Eines Kapitalismus, der sich nicht um die Auswirkungen in Drittweltländern kümmert. Unternehmen, die hier sind, die sich futieren über die Auswirkungen, was weiß ich, ihre Praktiken in diesen Ländern, und ich glaube, dass wir definitiv hier ansetzen müssen, um, jetzt wären wir bei den Strukturfonds, um das Leiden zu verringern. Und wenn wir Geld in diese Länder spenden, um Leiden zu verringern, dann ist das eine Pflästerli-Politik, aber es ändert nichts an den Strukturen. Ich denke, es braucht Spenden dorthin, und wir müssen unterstützen und in Katastrophenfällen und in sonstigen Fällen unterstützen, aber ich glaube wirklich, dass das Hauptaugenmerk darauf liegen muss, wie ändern wir eine Situation, dass nicht so viel Leiden generiert wird. Herr Schönwald, teilen Sie diese Kritik? Das ist ja in der Tat einer der ganz, ganz großen Kritikpunkte an der Bewegung überhaupt, dieses sozusagen Beitragen zu einem System oder ein System sogar weiter ausbeuten, das an sich schon schwierig ist für viele Menschen oder schädlich für viele Menschen. Also ganz einfach gesagt teile ich diese Kritik nicht, oder? Weil also die Millennium Development Goals wurden erreicht im ersten Punkt, dass man die Armut halbiert hat, weil das Wertschöpfungspotenzial des Kapitalismus ausgenutzt wurde, zum Beispiel in China. Es ist auch nicht so, dass Äthiopien eines der ärmsten Länder der Welt ist, weil wir ihnen alles weggenommen haben. Es ist ja nicht so, dass die Schweiz ein reiches Land ist, weil Äthiopien so arm ist. Äthiopien ist arm geblieben, insbesondere durch die 13 Jahre Kommunismus und Terrorherrschaft. Nein, ich glaube sehr stark, dass wenn Armut überwunden werden soll, dann mit dem freien marktwirtschaftlichen System, das sich natürlich transformieren muss, das gerechter werden muss. Ich glaube auch nicht, dass, nicht wahr, man darf nicht einfach auf das quasi rohstoffbasierte Wachstum in die Zukunft extrapolieren in der Informationsgesellschaft. Information ist ein Clubgut, Sie können es, jedes Informationsbyte können Sie x-mal verwenden. Das verbrennt nicht gleich, wie wenn Sie einen Liter Öl verbrennen. Eine Informationsgesellschaft kann wachsen in einer anderen Weise, als eine rohstoffbasierte Gesellschaft wachsen kann. Ich bin da eher optimistisch. Ich glaube eher an das Transformationspotenzial dieses Systems. Natürlich können wir das System umbauen und gerechter machen, das will ich nicht in Abrede stellen, aber ich glaube nicht, dass das wesentliche Problem der Bewegung des effektiven Altruismus ist, dass es auf freie Marktwirtschaft setzt. Das finde ich jetzt gerade eigentlich das Positive, weil es gibt, das sagt auch Peter Singer, ich war, zeigen Sie mir ein System, das mehr Wertschöpfung produziert als die freie Marktwirtschaft, und ich werde sofort zu diesem System wechseln. Solange mir man dieses System nicht zeigt, bleibe ich halt konditional bei der freien Marktwirtschaft. Und da stimme ich eigentlich Singer zu in dem Punkt. Ich sehe auch kein System, das die Milliarden von armen Menschen, die es heute immer noch gibt, aus dieser Armut herausheben kann. Und eben, wie gesagt, das Erreichen dieses ersten Punktes der Millennium Development Goals hat das eigentlich gezeigt. Wir müssen in dieser Richtung weiterfahren und vielleicht eben ökologischer weiterfahren, also mit weniger Rohstoffen auskommen. Das Rohmaterial Information, das der Informationsgesellschaft als Wertschöpfungsquelle zugrunde liegt, besser ausnutzen. Das heißt also auch, wenn Sie einen jungen Menschen vor sich haben, der nimmt sich vor, so viel Geld wie möglich zu verdienen, um so viel Geld wie möglich zu spenden, er entscheidet sich zu Glencore zu gehen, da voll einzusteigen, unglaublich viel Geld verdient und es dann spendet, dann haben Sie philosophisch gesehen kein Problem damit? Natürlich, ja, das ist ein sehr großes Problem. Ich habe jetzt auch über die Vorwürfe gesprochen, die ich der Bewegung unterstellen würde. Glencore ist natürlich auch so ein Beispiel, weil wenn Sie über den Staat sprechen und dann Saudi-Arabien als Beispiel bringen, dann kann man auch den Staat verteufeln, und wenn Sie jetzt über eine Firma sprechen wollen und dann Glencore als Beispiel bringen, dann können Sie natürlich quasi die Firmen verteufeln, aber Glencore ist ja einfach ein Beispiel, dass wir sicher an richtiger Stelle mit der richtigen Kritik versehen müssen, da bin ich völlig einverstanden. Aber quasi, dass man sein Einkommen maximieren soll, um es dann weiter zu spenden, und das den jungen Leuten als quasi Berufsberatung mitgegeben wird, damit habe ich große Probleme. Also ich habe
damit große Probleme, und wir können gleich dann noch darüber sprechen, was quasi die moraltheoretischen Fundamente dieser Bewegung sind. Dort habe ich ein paar große Fragezeichen zu machen. Dann lassen wir vielleicht diesen Punkt beiseite und kommen später noch einmal darauf zurück, Berufsberatung sozusagen. Bleiben wir noch kurz, ich gebe Ihnen total recht, Glencore ist natürlich immer der Bad Guy und man kann das immer so einfach als Trumpf spielen. Trotzdem, Herr Manino, es gibt ja diese Artikel von Menschen, die zum Beispiel pokern, unglaublich viel Geld verdienen, oder Hedgefondsmanager unglaublich viel Geld verdienen. Und der Subtext ist ja schon ein bisschen, je mehr Geld ich verdienen kann, desto besser. Und woher das Geld kommt, spielt erstmal nicht so eine große Rolle. Naja, ich glaube, da muss man differenzieren. Also ich sehe diese Sache nicht schwarz-weiß, sondern ich glaube, wir haben es hier mit einem Graustufenspektrum zu tun. Es ist auch interessant, dass man in der Debatte sozusagen immer die Extremfälle herausgreift. Ja? Also der Hedgefondsmanager, der Nahrungsmittelspekulant sozusagen. Aber ich glaube, es wäre zunächst besser, sich auf weniger kontroverse Beispiele zu fokussieren. Weil man, also ich sage oft ja, man kann den effektiven Altruismus sozusagen als Extremsport vertreten oder als Breitensport mit gewissen moralischen Sicherheitsschranken. So würde ich das auch eher sehen. Man kann zum Beispiel eine deontologische, moraltheoretisch gesprochen, deontologische Sicherheitsschranke installieren und sagen, nein, bei gewissen Unternehmungen, wenn von ihnen hinreichende Schadensfolgen ausgehen, darf und soll man einfach grundsätzlich nicht arbeiten. Jetzt ist es ja interessant, dass es, ich meine, gerade in der Schweiz viele äußerst hochbezahlte Berufe gibt, die Riesenspenden ermöglichen. Also Ärzte, Ärztinnen verdienen hierzulande mehr als 200.000 Franken pro Jahr im Median. Ich meine, auch im Bildungsbereich kann man weit über 100.000 Franken brutto pro Jahr kommen. Und das ermöglicht monatliche Spenden in der Höhe mehrerer tausend Franken, wenn man motiviert ist. Ja? Und ich glaube, das ist quasi das Gros der effektiv altruistischen Bewegung. Ja? Also, dass man wirklich versucht, einfach im Rahmen der eigenen beruflichen Möglichkeiten auch diejenigen Optionen zu finden, die jetzt moralisch vielleicht nicht besonders heikel sind, dennoch aber eine Maximierung des Einkommens ermöglichen, nicht aus egoistischen Gründen, sondern um es dann wegzuspenden. Und hier sehe ich wirklich kaum Einwände. Jetzt, wenn man es auf die extreme Spitze treibt, ja, also ich glaube, Poker scheint mir auch nicht so extrem, weil es ist auch relativ schwer, die genauen Schadensfolgen da zu finden. Ich meine, Poker ist ein mathematisches Strategiespiel. Es wird zwar gesetzlich oft als Glücksspiel klassifiziert, aber es ist nicht eigentlich Gambling. Also die Slot-Machines sind eigentlich das wirkliche Problem, das viel größere Problem, das süchtig machende Problem. Und hier hat man oft ein interessantes Argument noch, das auch aus der Bewegung kommt. Ein kontrafaktisches Argument, dass man sich also überlegen muss, ja, also wenn ich diese Position nicht inne hätte, was würde dann geschehen? Pokerspieler argumentieren oft, naja, wenn ich dieses Geld, diese Millionen nicht gewinnen würde, dann würde sie ein anderer gewinnen und er würde sie nicht spenden, sondern er würde sie vielleicht wieder in den Pokerzirkus investieren oder halt verprassen. Das ist doch besser, wenn ich die 10 Millionen gewinne und dann spende. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung, es scheint mir auch zu kurz gedacht, quasi einfach direkt zu schließen, der effektive Altruismus müsse prokapitalistisch sein. Also die meisten effektiven Altruistinnen denken in der Tat, dass der Kapitalismus historisch durchaus auch ein Segen war, in gewisser Weise auch ein Fluch, aber sie sehen das differenziert. Ich meine, man muss schon sehen, ich glaube, da würden Sie ja auch zustimmen, dass die materielle Wohlstandsexplosion riesig war im Laufe der letzten 200 Jahre. Ich meine, die aktuell akzeptierte Definition extremer Armut besagt etwa, das sind Individuen, die mit weniger als 2 Dollar pro Tag auskommen müssen, Kaufkraft bereinigt. Wenn man das jetzt historisch zurückrechnet, dann haben im Jahr 1800, glaube ich, mehr als 80% der Leute unter solchen Bedingungen gelebt. Heute sind es weniger als 14%. Und dazwischen hatten wir natürlich eine kapitalistische Entwicklung. Jetzt, und ich meine, diese Fakten, denke ich, sollte man durchaus berücksichtigen. Man sollte auch berücksichtigen, denke ich, dass es natürlich historische Erfahrungen gibt, wo struktureller Wandel mit den besten Intentionen vorangetrieben wurde und dann aber fehlgeschlagen ist. Ich meine, es gibt auch dieses Diktum, der Weg zur Hölle sei mit den besten Absichten gepflastert, und das hat manchmal sicher auch was. Aber all das schließt, denke ich, nicht aus, dass effektive Altruistinnen stark antikapitalistisch sein könnten. Ich meine, eben, ich sehe nicht, was daran prokapitalistisch sein sollte, wenn man zum Beispiel als Ärztin oder Arzt 200.000 Franken verdient und die Hälfte davon dann an eine antikapitalistische Organisation weiterleitet. Und ich glaube, hier würden all die Organisationen, die sozusagen im Weltverbesserungsbusiness tätig sind, auch gut daran tun,
den Effizienzgedanken viel ernster zu nehmen. Ich meine, wir haben jetzt dann gleich wieder folgenschwere nationale Abstimmungen und ich habe mir mal die Parteibudgets angesehen, die Wahlkampfbudgets und die politologischen Studien dazu, die durchaus sagen, dass das Geld natürlich eine Rolle spielt. Und es wäre auch erstaunlich, wenn es nicht so wäre, wenn man ja, sich die rechten politischen Kräfte ansieht, die wirklich Millionen in die Parteibudgets und die Abstimmungskampagnen buttern. Also 10 Millionen zum Beispiel, glaube ich, hat die SVP in den vergangenen nationalen Wahlen alleine für Wahlwerbung ausgegeben. Zum Vergleich, die Grüne Partei Schweiz hat meines Wissens, wenn ich mich recht entsinne, ein Jahresbudget von nur wenig über 1 Million. Ja. Und es ist schon relativ krass, dass man also, man bräuchte eigentlich nur 10, die Grünen müssten nur 10 junge Leute davon überzeugen, zu Ärztinnen und Ärzten zu werden, die dann 100.000 Franken pro Jahr, und das machen viele effektive Altruistinnen tatsächlich. Aber ist die 100.000 pro Jahr spenden, dann wäre das Parteibudget Sie, ist es nicht ein bisschen, ich weiß nicht, zu einfach gedacht, insofern, dass die Ärzte und Ärztinnen ja auch so viel verdienen, weil sie eine entsprechende Lobby haben. Die entsprechende Lobby beeinflusst Nationalräte und Nationalrätinnen. Also Dinge haben ja irgendeinen Ursprung irgendwoher. Also die Löhne, die bezahlt werden, sind ja nicht einfach frei flottierend, sondern die haben alle irgendwie hinten dran einen Markt, aber eben auch verschiedene Lobbyorganisationen. Klar, aber das Argument müsste ja lauten, dass man, wenn man sozusagen einen Job als Ärztin oder Arzt ergreift, das moralische Argument dagegen müsste lauten, dass man dadurch irgendwie ein besonders schlechtes System unterstütze oder besondere Schadensfolgen aktiv erzeuge, so dass man dann, und dann muss man das Prinzip noch hinzunehmen, dass der Zweck nicht die Mittel heiligt. Das müsste irgendwie das Argument sein. Und das scheint mir schon schwierig. Ich meine, man kann auch zum Beispiel Anwältin oder Anwalt werden und so weiter. Es scheint mir viele hochbezahlte Berufe zu geben, die moralisch nicht heikel sind, zumindest nicht in besonderer Weise. Ich meine, man verstrickt sich immer sozusagen in gewisse systemisch-moralische Probleme. Ich meine, jede NGO benutzt natürlich elektronische Geräte und es gibt diese tolle Website slaveryfootprint.org, analog zum Environmental Footprint, Slavery Footprint, How many slaves are working for you? Und hier gibt es auch interessante tragische Paradoxien, dass es aktuell in absoluten Zahlen gerechnet mehr Sklaven gibt, wirklich als jemals zuvor in der Geschichte. Relativ hatten wir natürlich einen riesigen Fortschritt in diesem Bereich, aber die Weltbevölkerung ist auch angestiegen, deswegen gibt es absolut mehr Sklaven als jemals zuvor. Und wenn man nicht ausschließlich mit Fairphones und Fair-Laptops oder whatever arbeitet, dann unterstützt eine Menschenrechtsorganisation indirekt auch immer Sklavenarbeit. Das heißt, ich meine, man kann sich nicht vollständig aus diesen Verstrickungen rausziehen und dann scheint es einfach auch eine Frage der Abwägung zu sein. Ja, eine Grauzone und keine schwarz-weiße Situation, welche Jobs jetzt noch drin liegen moralisch und welche nicht mehr. Was man natürlich versucht, das ist ein Ansatz, ökonomisches Denken auch, Win-Win-Situationen anstreben. Ja, ein Win-Win wäre ein persönlich befriedigender Job, hochbezahlt, moralisch nicht prekär und viel spenden. Das wird nicht immer möglich sein, aber das wäre das Ziel. Herr Glättli. Es gäbe jetzt natürlich sehr viel zu reagieren. Ich versuche mal ganz an den Anfang zu gehen, oder wo für mich die Anfangsfrage liegt. Die liegt eigentlich für mich bei der Motivation. Also wenn ich mir jetzt überlege, das Beispiel, das Mittelbeispiel, es ist logisch, das hat mir selber immer die Befassung mit der Ethik schwierig gemacht, weil ich der Meinung bin, jede Ethik muss sich irgendwie bewähren, dass sie im Normalfall ein normales Ergebnis gibt und dann geben alle irgendwelche komischen Ergebnisse in den Extremfällen. Und da bin ich nie darüber hinweggekommen. Also in dem Sinne spreche da kompetenter, wenn es dann um die Philosophie geht. Aber für mich ist die Frage doch, wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme, wo ist überhaupt die Motivation am Anfang? Und da brauche ich keinen effektiven Altruismus, um jemandem zu sagen, okay, du verdienst mehr, als du eigentlich zum Leben brauchst und weshalb verwendest du nicht einen Teil dieses Geldes, um die Situation in der Welt zu verbessern. Also dafür brauche ich irgendwie, das kann ich auf 100 verschiedene Arten begründen. Und da ist es mir auch recht, wenn es jetzt jemand macht, also wenn sie alle bekennende, effektive Altruisten sind und hoffentlich auf die Idee kommen, dass eine Spende bei den Grünen am meisten dazu beiträgt, die Struktur der Welt zu verändern, dann machen sie das ruhig, da wird man nicht davor sein. Aber ich denke, die Frage ist ja, in welche Denke kommt man hinein, wenn man sagt, effektiver Altruismus, oder? Was sind die Hintergründe? Da kommen wir dann vielleicht noch etwas dazu und ich finde,
als ich mich mit dem Thema befasst habe, nach der Unterschied spannend zwischen dem zu schauen, wo ist das effektiv bei der Produktion der Mittel und wo ist das effektiv bei der Verwendung der Mittel. Ich wäre jetzt, weil das spiegelt jeweils hin und her. Und für mich wäre eigentlich die spannende Frage weniger diejenige bei der Verwendung der Mittel. Ich habe das Gefühl, also da muss man irgendwie einigermaßen verantwortungsethisch sich verhalten. Es bringt wenig, wenn man jetzt, wenn man sich wirklich zum Ziel setzt, das Elend in der Welt zu bekämpfen oder die gefühlsbegabten Lebewesen besser zu stellen, wenn ich dann Millionen in ein Kunstmuseum investiere, obwohl ich das durchaus auch eine wichtige Investition finde, aber wenn man dieses Ziel hat, dann ist das nicht der richtige Weg. Und da finde ich richtig, dass man sich auf eine effektive Mittelverwendung versucht zu fokussieren, auch wenn das im Detail dann nicht immer ganz so einfach ist. Hingegen bei der Produktion der Mittel, dort kommt ja dann die schwierige Geschichte. Also wenn man einfach sagt, ja, ich bin jetzt in dieser Gesellschaft und aus diesem Grund habe ich diesen Verdienst und aus diesem Grund habe ich die Möglichkeit und deshalb mache ich es, dann finde ich das super. Das ist aber nicht ein so neues Konzept. Also der Zehnte, den gab es schon lange vor den effektiven Altruisten und auch vor Bente. Frau Sey. Ja, ich glaube, wir sollten nochmal uns vor Augen führen, was macht das Menschsein aus? Also viel Leid auf der Welt und auch viel Leid bei uns, ist eigentlich, dass wir nicht mehr im Blick nehmen, was macht das Menschsein aus. Was ist eine, um in Peter Ulrichs Diktum zu sprechen, was macht eine lebensdienliche Ökonomie aus? Und ich denke, Menschsein und eine lebensdienliche Ökonomie, das ist nicht, dass man 10 Stunden, 12 Stunden oder 14 Stunden möglichst viel Arbeit übt, um viel Geld zu verdienen, sondern das ist, erwerbstätig zu sein, Muße zu haben, sich um soziales Umfeld zu kümmern und die eigene Reproduktion sicherzustellen. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaften darauf auch zurücktreten, zurückgreifen müssen. Was macht eine gute Gesellschaft aus? Und klar, ein Teil davon ist, den Schwachen zu helfen, denen auch ein gutes Leben zu ermöglichen, und das kann national oder das kann international sein. Und ich glaube, wie unsere Gesellschaft aktuell ist, die Schwierigkeiten, die wir haben, die ökologischen, die sozialen, die gesellschaftlichen, die psychologischen, die psychischen, dass wir uns rückbesinnen müssen, was macht Menschsein aus? Und da steht das entgegen, denke ich, möglichst 200.000 oder noch mehr zu verdienen. Und dann einen Teil davon abgeben. Da sind wir vielleicht fast schon bei der Brücke zur Karriereberatung, bei den Punkten, die Sie auch ansprechen wollen. Lassen Sie mich noch eine Frage Herrn Schöner stellen, der sich sehr gut auskennt mit Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe und sich mit Remittances zum Beispiel auch auseinandergesetzt hat. Mich würde noch interessieren, was ist mit dem Argument, das ja auch immer kommt, das ich hier auch noch aufbringen möchte, Entwicklungshilfe ist eigentlich eine Form der Perpetuierung von Abhängigkeit. Es gibt ja diese vielen TED-Talks von Personen, die einen sagen, verschwörungstheoretisch, die sind gekauft von der Weltbank, die anderen sagen, die haben sehr recht, also zum Beispiel Andrew Mwemba, ein Uganda, der betont, hört bloß auf mit dieser Entwicklungshilfe, das hilft uns überhaupt nichts. Was würden Sie dazu sagen, zu diesem Vorwurf? Das ist natürlich sehr pauschalisiert. Na, man hüte sich vor Pauschalurteilen. Ich glaube, die Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit, ich bin übrigens kein Spezialist, ich habe ein paar Jahre für das UNDP gearbeitet, im Bereich Legal Empowerment of the Poor, also auf der Institutionenbildungs- und Strukturbildungsseite. In dem Sinne bin ich jetzt nicht der erfahrene Entwicklungszusammenarbeitsspezialist, aber eines kann man sagen, oder es gibt bestimmte Erfolgsstories in der Entwicklungszusammenarbeit, übrigens McCaskill geht auch darauf ein. The Eradication of Polio ist so eine Erfolgsstory, jetzt auch wiederum eben das erste Millennium Development Goal, das ich schon genannt habe, ist eine Erfolgsstory. Aber etwas ist, da glaube ich, hat Easterly recht und dann Lisa Neue und die haben recht, oder? Es gibt Entwicklungsländer, die zu x Prozent, also mehrere Dezimalprozentschalen in ihrem Budget direkt von der Entwicklungshilfe leben. Wir alimentieren über Entwicklungshilfe eben genau solche Bad Governance Regimes auch und werden damit zu Komplizen der Reproduktion,
dieser ausbeuterischen Regimes, die meines Erachtens sehr direkt für sehr viel Elend verantwortlich sind. Und da haben wir auch viel dazugelernt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass alle Entwicklungszusammenarbeit immer noch so funktioniert, auch unser DEZA. Aber also alle haben dazugelernt. Ich war nicht nur Effective Altruism, also ich hätte heute auch keine Bedenken mehr. Eben, also auch das Rote Kreuz hat dazugelernt. Alle haben dazugelernt und ich glaube jetzt diese Pauschalkritik an die Entwicklungszusammenarbeit ist in der Weise sicher verfehlt, aber es ist immer noch Tatsache, dass immer noch sehr viele Regierungen direkt von diesen Entwicklungshilfegeldern am Leben erhalten werden, Bad Governance Regimes. Aber Effective Altruism hat ja auch andere Trumpfkarten dabei, eben zum Beispiel dieses, dass man den Armen direkt Geld in die Hand gibt, das bedeutet eben, dass man die Regierungen umgeht, wo das Geld dann abgezweigt wird und so weiter. Also alle haben irgendwie dazugelernt und versuchen natürlich mit diesem, also eine smartere und effizientere Entwicklungszusammenarbeit zu leisten. Das ist möglich. Eine pauschale, generelle Abteilung der Entwicklungszusammenarbeit scheint mir ebenso falsch zu sein, wie jetzt eine pauschale, dass man alles gut findet, was da abgeht, oder? Das ist dann klar. Ja, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Ziele auch des effektiven Altruismus. Also viele Leute, die in dieser Bewegung aktiv sind, haben auch sozusagen als Zyniker begonnen, ja, gegenüber der Entwicklungshilfe und gesagt, ja, da funktioniert ja vieles nicht. Und es gibt in der Tat ökonomische Studien, die ja nicht ganz unplausibel auch die These vertreten, dass im statistischen Mittel, wenn man den Nettoeffekt der Entwicklungszusammenarbeit insgesamt zu erfassen versucht, nicht einmal so klar ist, ob das wirklich netto positiv war insgesamt. Jetzt, es wäre aber verfehlt, daraus abzuleiten, dass die Spendenargumente nicht funktionieren, denn dieser Netto-Null-Effekt, falls das denn so ist, könnte ja so zustande kommen, dass alle einzelnen Interventionen einen Null-Effekt haben oder so, das ist viel plausibler, dass gewisse einen negativen Effekt haben, gewisse neutral sind und gewisse hochgradig positiv sind. Und der Bewegung geht es gerade darum, also es gibt Hilfswerkse-Evaluatoren wie GVL zum Beispiel, GVL.org, wo man wirklich ganz systematisch die Studienlage abklopft und auch qualitativ Hochstehende zu finden versucht, randomisiert, kontrolliert und so weiter, um dann wirklich mit höherer Sicherheit sagen zu können, dass gewisse Interventionen und eben die Verteilung von Malaria-Bettnetzen zum Beispiel ist eine solche Intervention, kurzfristig Leben retten, aber auch längerfristig nachhaltig sind. Balthasar, vielleicht an dich noch eine kurze Frage. Wenn du jetzt irgendwie entscheiden könntest, eine halbe Million oder so, Kunstgalerie oder Grüne Partei? Das ist, die Frage stellen heißt sie beantworten, wenn du sie mir stellst. Aber ich denke, das ist eben immer so die Problematik bei solchen Beispielen, dass man irgendwie exemplarisch etwas herausnimmt. Und ich denke eigentlich, die große Herausforderung liegt eben, um auf den Anfang zurückzukommen, liegt ja eigentlich darin, dass der große Wandel sich vermutlich nicht durch ein, zwei so kleine Entscheidungen machen lässt, sondern das hat auch damit zu tun, dass wir eben unsere, ich denke auch unsere Lebensform steht zur Debatte. Also es ist nicht getan damit, mich klüger zu entscheiden, wo ich jetzt diese halbe Million, wenn ich sie denn hätte, oder meine paar tausend Franken, die ich spende, die spende ich auch nicht nur der Grünen Partei, da spende ich ja schon viel Arbeit. Das ist das eine. Ich denke, auf dem Weg dorthin macht es Sinn, sich diese Fragen zu stellen, aber gleichzeitig möchte ich eben auch die Frage stellen, wohin entwickeln wir uns? Und gerade wenn wir jetzt so die globale Dimension auch anschauen, wenn wir auch, das stimmt natürlich, in Betracht ziehen müssen, dass jetzt die Entwicklung der letzten Jahre, und da kann man nicht sagen, dass es keine kapitalistisch geprägte gewesen sei, dass die eben auch in verschiedenen Fällen zu Besserungen geführt hat, dann ist für mich trotzdem auch die Frage, gerade auch im Zusammenhang Informationsgesellschaft, Stichwort Ende der Arbeit, respektive Ende der Erwerbsarbeit, da kommen ja ganz neue Herausforderungen auch auf uns zu. Und ich selbst bevorzuge es das gar nicht im Kontext jetzt Wachstum, Postwachstum, Nichtwachstum, Décroissance zu formulieren, weil das ja nur etwas darüber aussagt, wie viele unserer Beziehungen monetär geprägt sind und welche nicht monetär geprägt sind. Und ich denke, das führt mich jetzt nochmals zurück auf den Anfang, die Frage, woher kommt überhaupt der Versuch, jetzt eine solche Theorie zu entwickeln oder ihr nachzuleben?
Und das ist aus meiner Sicht etwas, was eben aus dieser monetären Welt herausfällt. Das ist aus meiner Sicht so etwas, vermutlich eine Motivation wie Mitgefühl und sich nicht selbst einfach genug zu sein. Gut, ich würde jetzt gerne auf diese Karrierefrage eingehen. Wir haben nachher noch Zeit zu diskutieren. Wenn es dann noch Fragen gibt, mehr zu den strukturellen politischen Fragen, können wir darauf ja zurückkommen. Nur noch ganz kurz zur Ergänzung, diese Frage Kunsthalle versus, Grüne Partei. Das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern da gab es diesen Disput zwischen Peter Singer und David Geffen, dem großen Musikproduzenten, der ja 100 Millionen US-Dollar gespendet hat, um die Avery Fisher Hall in New York renovieren zu lassen. Die heißt natürlich jetzt nicht mehr Avery Fisher Hall, sondern David Geffen Hall. Aber Peter Singer hat ihn ja extrem dafür kritisiert und ihm vorgerechnet, wie viele Menschen dadurch wieder das Augenlicht hätten erlangen können, wenn er das denn eben entsprechend klug, in Peter Singers Augen klug, eingesetzt hätte. Also das ist natürlich eine reale Debatte. Zur Berufsberatung. Herr Schönewahr, Sie haben gesagt, Sie würden nie und nimmer einem jungen Menschen sagen, verdienen so viel wie möglich, um nachher so viel wie möglich spenden zu können. Sie haben Probleme mit der moraltheoretischen Fundierung sozusagen einer solchen Beratung. Was genau ist das Problem? Ja, also vielleicht noch etwas auszuholen, aber es gibt hier ein Dilemma, das Effective Altruism. Entweder kocht man es runter auf den Common Sense, wie das meines Erachtens stattfindet, oder? Und dann ist alles möglich, dann darf man, soll man Versprechen einhalten, auch wenn die Maximierung des Guten, die man durch das Brechen des Versprechens herbeiführen könnte und so weiter, nicht machen würde. Man soll nur 10% spenden und nicht, wie Singer sagt, so viel wie möglich, bis die Utilität, die eigene nicht mehr sinkt und die andere nicht mehr steigt und so weiter. Und dasselbe kann man jetzt natürlich anwenden auf diese Berufswahl. Und das ist das Gleiche. Das ist der gleiche Maximierungsimperativ, Gutes zu tun. Ich glaube, da gibt es dieses Beispiel bei McCaskill, der Greg, oder? Der fragt sie, er will doch Arzt werden, soll er jetzt Arzt in der dritten Welt werden, in einem Entwicklungsland oder in England? Wenn man das mit den Qualis berechnet, also diese Qualitätseinheiten eines 100%ig geglückten Lebens pro Jahr, dann ist die Rechnung schnell gemacht. Als Drittweltarzt kann er viel mehr bewirken direkt. Aber wenn ihr jetzt doch ausrechnet, dass er als hochbezahlter Onkologe in England viel mehr verdienen könnte und deshalb hat er sich dazu entschieden, in England zu bleiben, weil er jetzt spenden kann und noch mehr Qualis bewirken kann, als wenn er jetzt als Médecins Sans Frontières irgendwo nach Äthiopien gegangen wäre. Ich glaube, dieses Beispiel wird vorgestellt. Und ich glaube, wenn der gute Greg seine Berufswahl so wählen will, dann würde ich ihm das zugestehen, dass man den jungen Leuten sagt, ihr müsst hinsetzen, weil Berufswahl an einen Maximierungsimperativsalgorithmus auslagern, dann ist das ein Ökonomismus, oder, der sich einstellt, das ist ein methodischer Ökonomismus, den gibt es auch bei der Sympathie. Ich weiß, es geht nicht um Geld, es geht um die Maximierung des Guten, es geht um diesen Maximierungsimperativ. Und das ist das Ende der Freiheit. Das ist auch, wie gesagt wurde, wir müssen uns fragen, was sind wir eigentlich als Menschen? Wir sind Subjekte, wir sind freie Subjekte und ich würde den jungen Leuten raten, auch dass McCaskill so gegen die Leidenschaft wettet, nur ja nicht machen, was wir aus Leidenschaft tun. Es macht zuerst ein rationales Kalkül der Maximierung des Guten und dann musst du das machen. Da würde ich auch den jungen Leuten sagen, nein, richtet euch einmal nach der Leidenschaft, lernt aus den Fehlern, haut mal daneben, macht irgendwas. Und wenn der Greg jetzt sagt, nein, ich will doch das mal erlebt haben, in Äthiopien Arzt zu sein, dann ist es doch okay. Aber wenn ich das ernst nehme, was da steht, dann bedeutet das, wenn Greg nach Äthiopien gegangen wäre, hätte er einen moralisch minderwertigen Entscheid getroffen, als den er getroffen hat, als hochbezahlter Onkologe in London zu bleiben und das Geld zu spenden. Und damit habe ich ein Problem. Ich glaube, so nehmen wir uns die Freiheit. Und wenn man es ist immer eine Frage, wie heiß wird hier die Suppe gegessen, oder wie radikal wird diese Morallehre, die dahinter liegt, angewandt. Und ich glaube, bei der allgemeinen Bewegung des effektiven Altruismus, da wird es eben so runtergekocht auf den Common Sense. Und dann ist es für mich auch akzeptabel. Und dann hat es aber auch viele Alternativen. Da gibt es viele, die ähnlich denken. Und eben, da denke ich auch an meine katholische Großmutter, die hat auch mindestens 10% ihres Vermögens schon gespendet aus ganz anderen Motiven. Wie effektiv, weiß ich nicht, aber sie sind auch nicht die Einzigen, die Impact Studies machen. Wir können dann auch über Impact Investing sprechen. Ist vielleicht sogar noch effizienter als Impact
spenden. Das Wort Impact, jeder investierte Franken, der kommt wieder zurück, Sie können ihn wieder investieren, ist ja noch besser, als es einfach wegzuspenden. Also, wenn es um diese Maximierung, dieser Maximierungsimperativ, wenn wir uns auf den einmal einlassen oder, und das die einzige Währung der Ethik wird, dann wird es meines Erachtens sehr bedenklich. Oder? Aber wenn das irgendwie auf den Common Sense runtergekocht wird, wie das in der Bewegung geschieht, finde ich das okay. Jetzt müssen wir aber auch noch darüber reden, was wäre dann Common Sense? Das war jetzt wieder ein Beispiel, bei dem sozusagen Lohnklassen verglichen wurde. Man kann ja auch das Beispiel noch einmal Peter Singer nehmen, der bei mir in der Sternstunde gesagt hat, das hat mich wahnsinnig wirklich erschüttert, muss ich sagen. Er hat ja ein Buch geschrieben über seinen Großvater, über Ernst Oppenheim. Wunderbares Buch. Er hat dieses Buch geschrieben und dieses Buch hat mit Sicherheit jetzt diese Welt nicht großartig verbessert, da geht es eigentlich nicht darum, wie man die Welt rettet. Und er sagt in der Sendung, würde das heute nicht mehr machen. Er würde das eigentlich bereuen, weil er die Zeit eben nicht effizient oder effektiv altruistisch eingesetzt hat. Das ist doch, kann man kritisch sehen, oder? Da hat man das Gefühl, die Welt schrumpft zusammen auf genau einen Outlook. Ja, es ist bedenklich, denn es ist eine radikal beziehungsneutrale Ethik, eine radikal raumzeitlich neutrale Ethik, eigentlich eine subjektlose Glücksmaximierungsethik. Da kann man sich am Schluss fragen, wozu? Wer sind denn noch die Adressaten? Und wenn wir glauben, wir sind eigentlich ethisch denkende Wesen, weil wir auch unter einem hermeneutischen Paradigma und nicht nur unter einem mathematischen existieren, wir existieren in dieser Spannung zwischen Mathematik und Hermeneutik. Oder? Wir sind beziehungsgebundene Wesen. Ich habe mal etwas gern für uns, für ihre Kinder. Ich würde auch nicht hier sitzen, wenn meine Eltern nicht mehr in mich investiert hätten, als in Badnets in den Club, seien wir doch ehrlich. Ja, aber man könnte... Nein, wenn man das eben in dieser radikalen Art, dann ist Rational Sense, wie Susan Wolf sagt, oder? Wenn wir Rational Sense wären, ich glaube, wir würden gar nicht hier sitzen, denn die Welt hätte eine ganz andere Entwicklung genommen, es würde uns gar nicht geben in der Welt. Auch meine Gitarrenstunden, ich könnte sie vergessen. Dafür hätten das nützt auch niemand, dass ich so gut Gitarre spielen kann, weil mit meinen Eltern das bezahlt haben. Ja, ja, man, ich möchte es schon wegnehmen. Ich bin zu wenig gut, um aufzutreten, oder? Das nützt niemanden, außer mir und meiner Familie. Und so weiter. Also unsere ganze Bindung. Ich meine, es muss ja nicht die Avery Fisher sein, es können auch meine Gitarrenstunden sein. Ich meine, dafür hätten wir. Also die Frage ist eben, wie heiß wird die Suppe gegessen, oder? Wie heiß sind sie? Also Redner sind sie sehr effektiv. Sie auch, Herr Mantel. Ja, es gibt immer Maximierungspotenzial. Ich meine, gut. Nachher möchte die Frau Seidel mal etwas sagen. Genau. Also ich glaube, ja, Sie würden vielleicht jetzt nicht hier als Philosophieprofessor sitzen, dafür hätten 100 afrikanische Kids die Chance gehabt, Philosophieprofessoren zu werden und Gitarrenstunden zu nehmen. Und wenn man sich nicht höher gewichtet als diese 100 anderen, dann scheint mir die Frage schon nicht offensichtlich. Was mir sehr, sehr wichtig sein, ist die Tatsache, dass es in der Sozialpsychologie einen recht gut nachgewiesenen Effekt namens Empathy Gap gibt. Ja. Also wir haben wirklich größte Mühe, und das hängt wohl damit zusammen, dass unser Denkorgan, unser Gehirn in evolutionären Umgebungen entstanden sind, in denen wir meistens in relativ kleinen Gruppen, Sippen vielleicht gelebt haben. Die Welt war relativ klein. Also es ist quasi zum ersten Mal welthistorisch befinden wir uns in der Situation, wo wir einen kausalen Wirkungskreis, einen kausalen Reach ans andere Ende der Welt haben. Und ich glaube, hier ist das folgende Argument schon bedenkenswert. Ich meine, ich stimme Ihnen zu, also ich würde im Rahmen einer allgemeinen ethischen Analyse denke ich auch, dass es wichtig ist, quasi dem Glücksmaximierungsimperativ gewisse Schranken aufzuerlegen. Aber ich würde auch denken, und dazu gibt es auch moralpsychologische Studien, dass die meisten Menschen es plausibel finden, diesem Imperativ, dem Hilfsimperativ, ein recht hohes Gewicht zu geben, wenn man sich in einer Katastrophenlage befindet. Ja? Also angenommen, es findet eine Naturkatastrophe statt und wir haben eben die zehntausenden Opfer, dann ist es ganz offensichtlich und oft auch gesetzlich geboten, zum Beispiel zu triagieren. Ja? Also wenn hier 10 neue Fälle reinkommen und hier geht es darum, dass man den Leuten ansonsten ein Bein amputieren würde und hier kommt nur ein Fall rein, das ist eine kleinere Wunde, dann hat man auch als behandelnder Arzt dem Imperativ zu folgen, natürlich die Opferanzahl zu berücksichtigen und die Lebensqualitätseinbußen und so weiter. Also in Katastrophensituationen, und ich meine, dasselbe wird dann in der Notaufnahme natürlich angewandt und so weiter, also in Katastrophensituationen scheinen zwei Dinge plausibler,
erstens, dass dem Hilfsimperativ ein größeres Gewicht zukommt und zweitens, dass auch größere individuelle Opfer gefordert werden können. Und ich glaube, was ich verstehe, ich stimme mit Peter Singer oft auch nicht überein, aber in diesem Punkt, was das Kunstwerk, die Kunstgalerie angeht oder auch das Buch, so wichtig moralisch es auch sein mag, wenn man sich, und hier eben der Empathy Gap, wenn man sich wirklich vergegenwärtigt, dass diese 20.000 Kinder zum Beispiel Tag für Tag in der eigenen Stadt oder im eigenen Land einfach sterben würden, wegsterben würden, leiden würden, wegsterben würden, Tag für Tag, jeden Tag 20.000. Würden wir uns dann wirklich hinsetzen und ein Buch über unseren Großvater schreiben, auch wenn das selbst auch von großer moralischer Bedeutung wäre, oder würden wir die 500.000, wenn wir über sie verfügen, einer Kunstgalerie spenden? Wohl nicht. Wir würden wohl denken, dass das eine moralisch prekäre Entscheidung wäre. Und jetzt kann man sich fragen, okay, wenn wir einem Hilfsimperativ viel stärker, vielleicht nicht bedingungslos, aber viel stärker folgen würden, wenn wir quasi direkte Empathie mit den Opfern empfinden. Also wenn wir wirklich direkten Zugang zu diesem Leid haben, weil wir es eben in unserem Gesichtsfeld haben. Wenn wir dann denken würden, dass es vernünftig wäre, einem Imperativ, Hilfsimperativ viel stärker zu folgen, glauben wir denn wirklich, dass die räumliche Distanz so relevant ist? Ja, was, wenn es im Nachbarland geschieht oder dann halt eben auf dem Nachbarkontinent, wenn der kausale Reach derselbe ist, dann müssen wir halt akzeptieren, auch wenn es sich emotional nicht danach anfühlt, dass wir uns tagtäglich in einer Katastrophensituation, in einer Notlage eigentlich befinden. Und wenn wir das akzeptieren, dann scheint mir wirklich die Konklusion viel plausibler, dass wir durchaus bereit sein sollten, auch größere persönliche Opfer zu erbringen. Frau Seidel und dann noch Herr Schillemann. Ja, ich möchte nochmal darauf verweisen zu fragen, wer sind wir? Wer ist Mensch? Wir sind im Kommunitarismus, sagt man, I need the we to be. Und das we ist in der Nähe. Das we ist nicht irgendwie in Afrika, sondern das we ist mehr mein Umfeld. Und deshalb kann ich auch sehr gut begründen, dass, was weiß ich, wenn ich Leiden um mir herum sehe, dass ich da anders reagiere, als wenn das Leiden woanders ist. Auch einerseits, weil das ein anderes Gefühl ist, weil es anders meine eben Emotionen betrifft, aber auch weil es anders meine Existenz betrifft. Denn wenn ich in meinem Umfeld Leiden verhindere, dann kann ich auch damit rechnen, dass mir selbst geholfen wird. Dagegen, wenn es in der dritten Welt, wenn ich verhindere Leiden, dann wird es nicht auf mich zurückwirken. Ich meine, das können Sie jetzt sagen, es ist egoistisch, aber das ist die menschliche Existenz. Und ich glaube, dass wir das uns vor Augen führen müssen und auch damit begründen, weshalb das enge Umfeld eine ganz andere Bedeutung hat oder das Nationale als, was weiß ich, die dritte Welt, also diese Globalisierung, mit der Sie regelmäßig argumentieren. Also ich denke, diese Argumentation, dass die Menschen Leiden auf einem anderen Kontinent eigentlich genauso wahrnehmen müssen, fühlen müssen und unterbinden müssen wie im eigenen Umfeld, ist einfach aus der menschlichen Existenz ja nicht nachvollziehbar. Das ist das eine, was ich sagen möchte. Und das zweite ist, dass ich einfach eine weitere Durchökonomisierung unserer Gesellschaft, aber auch unserer Leben sehe. Also die Ökonomisierung, dass nur noch ökonomische Rationalität, Effizienz zählt, und das sehe ich hier bei dieser Argumentation auch. Aber menschliches Leben wiederum ist viel mehr als nur ökonomischer Nutzen. Das sind soziale Beziehungen, das ist Kultur, das ist Gesundheit, das ist Erinnerung, das ist Geschichte und so weiter. Und ich denke, dass wir das menschliche Leben in dieser Heterogenität wahrnehmen, akzeptieren und pflegen und weiterentwickeln müssen und nicht einseitig entweder Geld maximieren, Einkommen oder jetzt hier Leidensminimierung. Denn die Leidensminimierung ist ja eigentlich hier in dieser Argumentation nur ein Ersatz für die Geldmaximierung. Also wir haben diesen Utilitarismus, der sich auf eine Größe bezieht, vorher Geld, nun Leidensreduktion. Aber wir kennen schon aus der Ökonomie, aus der ganzen Utilitarismusdebatte, dass es eben nicht die menschliche Existenz und das menschliche Leben abbildet. Und ich denke, der andere Diskurs ebenso wenig. Ja, ich wollte nochmal auf Manina zurückkommen. Also ich bin schon fast wieder einverstanden, wie er das jetzt gedreht hat, oder dass wir den Hilfsimperativ mehr gewichten sollen als den Luxus. Dem würde ich sofort zustimmen. Dass wir uns immer zweimal überlegen sollten, sollen wir jetzt die Turnhalle noch renovieren oder können wir was anderes tun mit dem Geld? Ich bezahle aber trotzdem meiner Tochter, klar.
vier Stunden, oder? Gebe ich zu. Aber es geht wiederum um, mir geht es um etwas anderes, mir geht es wiederum um quasi die konsequente, radikale Anwendung der Theorie, und die ist abgründig, die führt uns nämlich auch dazu, dass wir keine Moskitonetze mehr verteilen. Ich weiß, wenn Sie schauen, wie die Effekte der Altruismus bewegen, wie die Diskussionen geführt werden, da wird ja hauptsächlich über Ex-Risks gesprochen. Das sind existenzielle Risiken, welche die Menschheit auslöschen können. Das sind sogenannte Black Swan Events. Die sind höchst unwahrscheinlich, aber unglaublich schlimm, weil sie die Menschheit ausrotten. Also zum Beispiel der Meteoriteneinschlag, wenn die künstliche Intelligenz die Weltregierung übernimmt und so weiter. Nicht wahr, die Klimakatastrophe in ihrer schlimmsten Form, das sind die Ex-Risks. Wenn ich dieses Glücksmaximierungskalkül konsequent anwende, dann muss ich, obschon diese Risiken höchst unwahrscheinlich sind, weil sie so schlimm sind, muss ich ihnen einen höheren Expectation Value zugestehen als den 20.000 Moskitonetzen, die sie verteilen wollen. Weil die möglichen Toten bei einem X-Risk, das ist viel schlimmer als diese 20.000 Moskitonetzen. Also mit anderen Worten, wenn ich die Theorie konsequent durchrechne, dann verteile ich auch keine Moskitonetze mehr. Und da sind wir wiederum bei der abgründig radikalen Form dieser Lehre. Kommen wir doch bitte wieder zum Konsens und verteilen. Darf ich noch eine ganz konkrete Frage stellen? Darf man, Herr Manino, überhaupt als Effective Altruist noch eigene Kinder haben? Nein, aber eine Vasektomie darf man noch haben. Also, das ist gut gewesen. Nein, vielleicht ganz kurz dazu. Nee, Moment mal, aber ich meine ganz ernst. Das ist ja, also ja. Ich meine, es gibt Philosophen, Benjamin Kiesewetter zum Beispiel schlägt das vor, dass man Kinder adoptieren sollte, um nicht eigene Kinder zu haben. Ich möchte das also gerne diskutieren. Doch, ich meine, also ich glaube, es scheint mir relativ, also in einer Situation, wo man bei Adoptionen muss man natürlich empirisch auch wiederum sehr sorgfältig vorgehen. Also ich meine, da muss man die Organisation wirklich gut auswählen. Aber ich glaube schon, also in einer Situation, wiederum in einer globalen Katastrophensituation, man stelle sich vor, Adoptionen werden vonnöten in der unmittelbaren eigenen Gesellschaft, ich meine unmittelbaren We, also dem würde ich auch zustimmen, ich sehe das We nur größer, also man könnte den effektiven Altruismus vielleicht auch auf die Formel bringen, we are the global village, ja, und die goldene Regel insofern, oder den Schleier des Nichtwissens, philosophischer, insofern auf die ganze Welt anwenden und danach sagen, ja, wenn ich in der Position des Hilfsbedürftigen wäre, am anderen Ende der Welt, dann würde ich auch hoffen, dass mir geholfen wird. Jetzt Kinderfrage, ich glaube, unabhängig vom effektiven Altruismus, also es scheint plausibel zu sein, dass wir in einer globalen Situation, wo es eben Möglichkeiten zur Adoption gibt, wo es vielleicht gewisse Ressourcenprobleme gibt und so weiter, dass das etwas ethisch Gutes wäre. Ja. Jetzt vom effektiven Altruismus speziell geht noch die Überlegung zu den Opportunitätskosten aus. Und ich glaube, das ist schon, also diese Fragen sind natürlich unangenehm, aber ich glaube, sie sind letztlich ehrlich und redlich, wenn man die eigenen Entscheidungen transparent macht, sodass man dann evaluieren kann, wie viel Selbstaufopferung will ich mir zumuten oder eben nicht. Also die Opportunitätskosten werden halt, wenn man das durchrechnet, dann kostet es etwa so 300.000 Schweizer Franken zum Beispiel, um ein Kind zum 18. Lebensjahr und vielleicht darüber hinaus zu unterstützen in der Schweiz. Und jetzt kann Schnäppchenkind, ehrlich gesagt. 300.000, jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, also hier, Populationsethik spielt natürlich auch eine Rolle, also man bezahlt quasi 300.000, um ein Kind in die Welt zu setzen, das es noch gar nicht gibt, und mit den 300.000, sagen aktuelle Studien, hätte man etwa 100 Kinder vor einem Malaria-Tod retten können, die es bereits gibt oder geben wird. Und das, ich meine, das scheint eine Entscheidung zu sein, die man hier trifft, und jetzt, ja, ich meine, hier, ich glaube, es ist eine philosophische Grauzone dann, also wie Sie immer sagen, und ich glaube, es ist auch nicht trivial, die Grenzen hier zu ziehen, weil, wenn man sich wiederum vorstellt, ja, wenn man die Kinder direkt in der Heimatstadt retten könnte, würde man dann vielleicht nicht das vorziehen, jetzt hat man Distanz, man hat, es ist vielleicht einem auch als, im Sinne eines moralischen Werts wichtig, eine Familie zu gründen und diese Nahbeziehungen zu pflegen, und ich glaube, diese Abwägungen sind nicht trivial, aber man kann den effektiven Altruismus auch so verstehen, einfach auch als epistemische Dienstleistung sozusagen, die auch sagt, hey, es gibt hier diesen Trade-off. Jetzt können wir die blaue Pille schlucken und sagen, wir vergessen das einfach
und wir schauen diesen teilweise hässlichen Fakten nicht ins Gesicht, oder wir können sagen, wir nehmen die rote Pille und schauen diesen Trade-offs ins Gesicht. Damit ist dann natürlich noch nicht gesagt, wie sie ausfallen oder ob es objektive Antworten darauf gibt oder ob die Entscheidung letztlich auch einfach eine individuelle ist. Aber ich glaube schon, dass der moralisch Heilige in der aktuellen Weltsituation wohl keine Kinder hätte und stattdessen vielleicht adoptieren würde oder halt die Ressourcen anders einsetzen würde. Und dann stellt sich die schwierige Frage, in welchem Ausmaß wollen sollen wir moralisch Heilige sein oder auch nicht. Herr Glätti wollte, glaube ich, schon lange etwas sagen. Ganz kurz noch und dann noch kurz Herr Schönewahl und dann würde ich gerne Ihnen das Wort geben. Ich fand eine wichtige Thematik, wurde jetzt nur angetönt, nämlich die Frage eben jetzt dieses Empty Gap, also die Frage auch, wie stark sind wir moralisch quasi mitverantwortlich für Sachen, die eben aus unserem Lebenszusammenhang, aus dem direkten herausgehen. Ich meine, ein effektiver Altruist hat in dem Sinn diesen Schritt gemacht, dass er eben diesen Empathy Gap zumindest kleiner gemacht hat. Und mir scheint es aber auch relativ offensichtlich zu sein, dass man diesen Schritt dann vor allem mit dem Kopf und nicht mit dem Herzen gemacht hat, sonst müsste man am Schluss nicht so viel rechnen. Aber ich finde es richtig, dass wenn man mit dem, also wenn man mit dem Herzen den Schritt gemacht hat, zu sagen, okay, ich will mich eigentlich um mehr kümmern als nur um diejenigen Leute, denen ich direkt begegne, dass man dann den Kopf zu Hilfe nimmt und sagt, okay, wie kann ich jetzt das am besten tun? Allerdings bringt uns das nicht davon weg, dass vermutlich die Grundlage des Mitgefühls doch irgendwo in einer Erfahrung auch von aufgehoben sein, von vergesellschaftet sein, von gegenseitig Pflichten zu haben, liegt und deshalb ist es mir dann manchmal etwas zu kalt, einfach bei diesen Überlegungen, wenn dann nur noch gerechnet wird. Ich glaube, ich würde jetzt aber the benefit of doubt würde ich jetzt all denen geben, dass ich sage, vermutlich aus möglicherweise innere Motivation, die philosophisch vielleicht gar nicht mehr reflektiert wird, ist eigentlich da ursprünglich ein Mitgefühl vorhanden und dass man sich dem nicht verschließt, das finde ich gut. Gut, dann würde ich Sie gerne bitten, Ihre Fragen zu stellen. Ich würde eine große Frage, die ich mich seit Jahren beschäftigt, eine Frage, die ich mich schon seit Jahren beschäftigt, dazu mit dem Zinssystem. Und ich bin nicht sicher, ob das, wenn ich jetzt diese Diskussion verfolge, wie man blendet das aus. Also es gibt irgendwie 62 Leute haben gleich viel wie 3,6 Milliarden. Es gibt auch Zahlen, 82 Leute verdienen jeden Tag 280 Millionen. Ich sehe da so ein Aussaugen, also das Geld kommt ja von der ganzen Welt oder von den ganzen Menschen, die arbeiten, die den Zins zahlen. Wieso wird das, oder ist das absolut falsch? Sehe ich das völlig falsch? Ist das, oder darf man aber darüber nicht reden, weil ich, dann bin ich ein Kommunist? Oder ist das nicht? Ja. Ja, es gibt sehr viele Dinge, über die wir nicht explizit geredet haben. Ja. Also wenn es um Reformen des Wirtschaftssystems und um politische strukturelle Reformen geht, ja, im Bereich der Ökonomie hat man oft halt auch keine wissenschaftlichen Konsense. Ja? Also man findet halt Ökonomen, die X behaupten und Ökonomen, die nicht X behaupten. Und da kann man sich gegenseitig ideologische Verblendung vorwerfen. Die Debatten scheinen mir häufig nicht so klar, aber ich meine hier, ja, das Beste, was man tun kann, ist halt sich wirklich eingehend damit befassen und versuchen, empirisch fundiert dann strategische Überlegungen daraus abzuleiten. Und ich meine, hier gibt es auch keinen empirischen Konsens unter effektiven Altruistinnen und Altruisten. Ja? Also bei der Frage Kapitalismus reformieren, ja, nein und wenn ja, wie? Ich meine, das ist auch so eine Allerweltsfloskel. Ja? Kapitalismus, ja, nein. Man muss eigentlich letztlich genau definieren, über welche gesetzlichen Veränderungen spricht man und was wären die erwarteten Konsequenzen. Das sind die wesentlichen Debatten, die geführt werden müssen. Jetzt, natürlich wird man dann verschiedene Punkte isolieren, an denen man ansetzen sollte, ja, strukturell, wirtschaftlich. Und Sie haben eben auch noch den Trade-off erwähnt zu zum Beispiel globalen Risiken oder so. Also und das ist ein bisschen als Reduktio ad absurdum geframed. Ich weiß nicht, wie plausibel das ist. Also wenn man zurückdenkt
an globale Risiken des vergangenen Jahrhunderts, die noch immer da sind, Nukleartechnologie zum Beispiel. In den frühen 30er Jahren waren die meisten Physiker der Meinung, das sei Science Fiction. Ja, Ernest Rutherford sagte, Nuclear Bombs, that's the merest moonshine, in den frühen 1930ern. 15 Jahre später war die erste Atombombe abgeworfen und das war in der Tat ein existenzielles Risiko. Und wenn solche Risiken drohen und man knappe Ressourcen hat, scheint es mir schon nicht offensichtlich, wenn man sagt, okay, Malaria-Netze verteilen oder versuchen, sich ein existenzielles Risiko abzuwenden, indem man in Nuclear Non-Proliferation Zone investiert, scheint mir nicht offensichtlich. Aber der letzte Punkt. Weshalb haben wir diese schwierigen Trade-offs, sollen wir, was weiß ich, im Wirtschaftssystem ansetzen, Zinspolitik, wo auch immer, weshalb haben wir die Trade-offs? Wohl, weil es nicht hinreichend viele effektive Altruistinnen und Altruisten gibt, weil wenn alle EAs wären, dann würde ja viel, viel mehr gespendet, Zeit und Geld, und dann hätten wir die Trade-offs auch viel weniger. Dann könnten wir X-Risks minimieren und die Malaria-Bandnetze verteilen. Aber dazu müssen wir alle unser Spendenniveau massiv erhöhen. Also ich glaube, Sie sprechen die große Frage der Verteilung an und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche, wie ist Reichtum verteilt? Und diese Frage müssen wir uns definitiv alle stellen, wer bekommt wie viel und einerseits, wie viel kann dann verteilt werden, aber auch, wie trägt diese Ungleichverteilung dazu bei, dass es dieses Leid gibt, das in der Welt ist, denn das hat ja zwei Dimensionen. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite ist, denke ich, also ich bin immer skeptisch über Philosophien, Paradigmen, die sagen, wenn alle das machen würden, dann hätten wir keine Probleme mehr. Wenn sich alle für Wachstumskritik engagieren würden, wie Sie? Nein, das müssen Sie auch nicht, weil dann hätte ich auch niemanden mehr zu streiten. Nein, ich lasse die Leute zu Wort kommen, würde ich vorschlagen, ich bitte um relativ kurze Fragen und vielleicht auch nicht so lange anfangen, damit wir diskutieren. Adriano, eine Begründung oder Rechtfertigung dafür, die ökonomisch sinnvolle Berufswahl hat mich schon etwas befremdet, nämlich die Aussage, ja, wenn ich es nicht tue, dann tut es ein Nächster. Das ist doch sehr systemerhaltend. Und in anderen Bereichen, glaube ich, würden wir ja nicht so argumentieren. Wir fänden es, glaube ich, die meisten von uns gut, wenn zum Beispiel aus der Schweiz weniger Rüstungsgüter exportiert würden, selbst wenn wir wissen, es gibt auch außerhalb der Schweiz Rüstungsindustrie und die würde in die Lücken einspringen, um zum Beispiel nach Saudi-Arabien Waffen zu liefern. Aber quasi Ohnmacht, ja, man kann das System halt so nicht verändern, also spielen wir mit. Das befremdet mich schon etwas und ich glaube auch, also es ist etwas mutlos, einfach zu sagen, ja, wir mit dem beschränkten Wirkungskreis können dann halt nichts anderes als diese Position füllen und so ein bisschen zu unseren eigenen Nutzen ausfüllen. Ich habe da eigentlich schon den Anspruch, dass wir eben auch den Teil am System zu verändern versuchen, auf den wir von hier aus einwirken können. Ja, ganz gut. Also ich finde auch nicht, dass das Argument so absurd ist. Ich habe neulich zum Beispiel Daniel Josic argumentieren hören, dass er unter anderem auch eine Karriere in der Armee gemacht habe, weil ja sonst andere und Leute vielleicht mit zweifelhafteren Motivationen das gemacht hätten, so dass man quasi von innen heraus das System weniger schlecht ausgestalten kann. Das scheint mir schon eine Überlegung wert zu sein. Ich glaube auch, ich meine, die Rüstungsindustrie ist natürlich wieder ein Extrembeispiel. Wenn wir in den Banking-Bereich zum Beispiel gehen, ich meine, dort wird man sicher auch Bereiche, Berufsbereiche finden, die hochgradig schädlich sind. Aber das wird wiederum nicht für alle Berufe im Banking-Bereich gelten. Und ich glaube nicht, dass es hier ein Patentrezept gibt, sondern dass man halt den Einzelfall evaluieren muss. Ich sehe hier ein Graustufenspektrum, das dort beginnt, wo eine Menschenrechtsorganisation einen Laptop erwirbt, wie gesagt, und sich damit indirekt an Sklaverei beteiligt, bis hin zu eben, was weiß ich, Rüstungskonzernen, Chefs und so weiter, die unbestritten einen hochgradig schädlichen Impact haben. Da muss man einfach den Einzelfall prüfen, denke ich. Und wie gesagt, also es ist ja, der Denkansatz ist kompatibel damit, dass man individuell auch eigene Schranken quasi setzt. Und ich weiß nicht, ob es immer zwangsläufig eine objektive Antwort darauf gibt, wo jetzt die richtige Schranke zu setzen ist. Aber ich denke jedenfalls nicht, dass der Ansatz inkompatibel damit wäre, dass man also auch relativ strikte Schranken setzen würde und quasi sagen würde, nein, also wenn
ein Beruf auch nur geringfügig moralisch zweifelhaft ist, dann ist er einfach out sozusagen. Das kann man auch vertreten. Ich habe eine Frage, vor allem, weil das Publikum auch ziemlich jung ist. Wenn ich jetzt im Jahr 100.000 Franken verdiene, kann ich vielleicht einfacher 10% spenden, als wenn ich 30.000 Franken verdiene. Und ich glaube, das ist vielleicht die Frage, ab wann, also ob es sinnvoller wäre, dass ich jetzt 10% spende, wo es mir vielleicht sehr schwer fällt, oder ob ich mir denke, ich könnte in 5 Jahren vielleicht statt 10% 15% spenden und komme auf das Gleiche. Also ich, das wäre vielleicht ein Denkanstoß. Ich habe keine Antwort dazu. Ich überlege darüber schon sehr lange, dass ich vielleicht kein Ziel mehr dabei hätte. Ganz kurz, ich glaube auch hier gibt es keine Patentantwort. Also wenn man einem Maximierungsimperativ folgen will, dann muss man quasi die gesamten Ressourcen betrachten, die man hat. Ja? Also alle Ressourcen an Zeit und Geld, über die man verfügen kann während des ganzen Lebens. Und deswegen kann es sich durchaus lohnen, in jungen Jahren noch nicht viel zu spenden und dafür einfach sozusagen in Karrierekapital, wenn man jetzt ökonomisch reden will, zu investieren, um dann später viel, viel höhere Summen zu spenden. Also sozusagen in sich selbst und eine gute Ausbildung und so weiter investieren, um später dann einen viel höheren Impact haben zu können. Ja, ich meine, hier hängt es einfach von der individuellen Situation ab. Ich würde noch schnell gerne eine Frage zum Begriff der Wohlfühlethik stellen. Das wurde ja, glaube ich, ganz am Anfang kurz in den Raum geworfen, insbesondere wurde es dem effektiven Altruismus vorgeworfen, es sei eine Wohlfühlsethik, aber so. Nach dem, was jetzt in der Debatte eigentlich vorgetragen wurde, insbesondere gegen Ende, würde ich persönlich jetzt zum Schluss kommen, dass gerade die Alternativen, die so kurz angeschnitten wurden, die Alternativen zum effektiven Altruismus, gerade diesen Begriff der Wohlfühlethik viel mehr fassen würden. Ich meine das nicht unbedingt positiv, weil insbesondere wenn man schon so weit geht und seine eigenen Taten damit begründet, ich sei ja Mensch, und das irgendwie eine Lehrphrase in den Raum wirft, dann ist es doch gleich eigentlich eine Kapitulation vor der eigenen Unfähigkeit, globale Zusammenhänge korrekt zu erfassen, oder? Das ist doch so eine, ich tue jetzt was für die Community, weil dann sehe ich, ich habe da einen Baum gepflanzt und dann geht es mir gut, weil mit meinen eigenen beschränkten Sinnen kann ich das irgendwie anfassen und ich begreife das so. Und da geht man doch einfach den kognitiven Fehler, dass man nicht begreift, dass man das viel effizienter seine eigenen Ressourcen einsetzen könnte. Und das würde doch viel mehr diesen Begriff der Wohlfühlethik, ach, ich kann es jetzt mal im Baum erfüllen. Ich glaube, ich antworte, weil ich mehr oder weniger angesprochen habe. Also, Wohlfühlethik habe ich nicht in den Raum geworfen, nicht genannt. Ich glaube, da müssen wir diskutieren, wofür wir sprechen. Aber ich möchte nochmal Sie fragen, wer sind Sie, in welchem Umfeld sind Sie, wie sind Sie gewachsen, wie sind Sie kulturalisiert, wie sind Sie sozialisiert. Und das ist etwas anderes als die globalen Effekte wahrzunehmen. Da gibt es eine Distanz in Raum und Zeit. Und ich glaube, wir können alle globale Effekte und globale Wirkungen wahrnehmen. Darum geht es nicht, aber es gibt noch etwas anderes. Und mir scheint das wie ein, also das ist ja auch in der Ökonomie, haben wir das ja, der Homo economicus, das ist ein Atom, das keine Beziehungen hat, das keine Beziehung zum Umfeld hat, das nur seinen Nutzen optimiert, maximiert, das voll informiert ist, das voll rational ist. Das ist der Homo economicus. Und dieses Paradigma scheint mir hier angewendet zu sein. Ich bin ein Individuum, das völlig rational ist, das abstrakt
abstrahieren kann von den Bindungen, von den Beziehungen, dass es hat und dass das nur rational betrachten kann. Und ich glaube, das müssen wir hinterfragen. Also welches Menschenbild steht dahinter? Und was sind die Ziele im menschlichen Leben? Geht es wirklich darum, immer alles zu optimieren, zu maximieren? Erhalte ich damit mein Glück oder Glück oder Befriedigung oder Zufriedenheit? Oder sind es zusätzlich auch noch andere Dinge? Ich hätte auch gerade mal einen Kommentar zu dem Kommentar gerade eben. Also ich glaube eben, dass genau das große Problem eigentlich ist, dass man die Zukunft eben nicht berechnen kann. Diese Illusion der kompletten Berechenbarkeit der Zukunft ist, glaube ich, die Illusion, die man als Effective Actress möglicherweise hat. Um nur ein Beispiel zu nennen für einen Widerspruch, den ich jetzt heute gehört habe, ist diese Frage bezüglich des Kindes hier. Wenn jetzt alle Heiligen beschließen würden, ich habe jetzt keine Kinder mehr, weil es besser wäre, Kinder zu adoptieren, blieben eigentlich nur noch die bösen Menschen übrig, die sich fortpflanzen und dadurch werden auch wiederum dann ein bisschen negiert. Und das ist schlecht vorausberechnet, die Heiligen sollten nämlich Samen und Weizen anspielen. Ja, aber genau diese Berechenbarkeit würde ich eben hier anzweifeln. Und das sind wir auch gerade beim Thema zum Beispiel, warum Eugenik in meinen Augen keine gute Idee ist, einfach weil man nicht berechnen kann, was jetzt für ein Kind die guten Eigenschaften sind, die in Zukunft dem Kind weiterhelfen würden. Und wie gesagt, diese Illusion ist einfach eine Illusion, die man auch akzeptieren muss. Deswegen muss man auch ein bisschen bescheiden sein, glaube ich, und sagen, vielleicht ist es doch besser, einfach in meiner Umgebung zu helfen, auch wenn ich weiß, was es genau bewirkt. Aber zumindest sehe ich da einen Effekt, als es zu versuchen, alles komplett rational durchzudenken. Da gibt es ja auch den schönen Satz, man muss mit den Menschen über Vegetarismus diskutieren, sobald sie eine Wurstfabrik geerbt haben. Und manchmal denke ich tatsächlich, ja, gewisse Fragen stellen sich vielleicht erst, wenn man tatsächlich Eltern ist oder wenn man ein Elternteil hat, das zum Beispiel dement wird. Auch dieses Beispiel hat Peter Singer sozusagen am eigenen Leib erlebt. Ja, sehr schön. Ja, nur noch dazu, also wir können ja trotzdem jetzt von der Diskussion lernen, dass es irgendwie, wenn wir diese Frage stellen, was ist der Mensch, oder dann kann man sagen, er ist eben zu beiden fähig. Er kann diesen Point of View of the Universe einnehmen, wie Sivic gesagt hat, was auch Singer anspielt, und er kann ihren radikal kommunitaristischen, beziehungsgebundenen Standpunkt auch einnehmen. Beides ist der Mensch, oder? Beides. Ja, wir können beides und wir leben genau in dieser Spannung und genau damit kämpfen wir heute Abend. Und ich glaube, am Schluss machen wir dann Common Sense Entscheidungen, wo wir manchmal etwas mehr in die Richtung Hilfsbereitschaft gehen, in die Richtung der Rational Saints, wie sie genannt werden, und manchmal wieder mehr in die Richtung der Loving Saints, oder? Das ist so zum Ausdruck am Ja, aber Sie müssen doch anerkennen, dass es diese beiden Standpunkte, wir können eben als Menschen genau diese beiden Standpunkte einnehmen und wir sind irgendwie beiden verpflichtet. Und der Seneca hat das auch mal gesagt, wir leben in zwei Universen, dieses Universum der allgemeinen Moraltheorie, der Beziehungslosigkeit, wo jeder genau gleich viel gilt, oder? Das ist das eine und wir leben im anderen Universum, unserer persönlichen Beziehung, Versprechen, Verträge, auch Verfassungsordnung. Ich meine, wir sitzen hier, sind gut ausgebildet, weil die Schweiz als Verfassungsordnung uns privilegiert hat im Ausgaben der öffentlichen Gelder für unsere öffentliche Bildung. Ich meine, und das Geld eben nicht alles weggespendet hat. Also, wir leben in dieser Spannung, aber man muss schon anerkennen, dass es beide Standpunkte gibt. Oder? Ich wehre mich gegen den Nationalitätsbegriff. Das eine ist rational und das andere ist emotional. Vielleicht können wir uns ja auf einen, ich meine, wir können vielleicht den Rational Saint und den Loving Saint vermeiden und uns auf den Kompromiss eines Rationally Loving Half Saints einigen oder so. Und ich glaube, das ist, auch, ich meine, ja, ökonomisches Denken hat, aber ich glaube nicht, dass das an sich problematisch ist. Also, was ich am ökonomischen Denken, Anführungs- und Schlusszeichen, noch problematisch finde, ist die Tatsache, dass es auf den egoistischen Profit ausgerichtet ist. Wenn es aber auf das Gesamtwohl der Welt ausgerichtet ist, dann denke ich, ist es durchaus wichtig. Und auch wieder hier, ich meine, der effektive Altruismus behauptet ja, dass eigentlich ein besonders bei privilegierten Menschen, was wir hier alle sind, eine Win-Win-Situation eben möglich ist. Ich meine, das aktuelle Spendenniveau ist im Durchschnitt bei weniger als 1%. Der effektive Altruismus sagt, versucht es mal mit 10%. Das ist 10-mal mehr. Ja? Da können wir um eine Größenordnung, einen Faktor 10, mehr Gutes bewirken,
Und der effektive Altruismus sagt tatsächlich, viele Menschen werden eigentlich das gar nicht als Opfer empfinden, weil es die Nahbeziehungen nicht tangiert, weil es das kleinräumige We nicht tangiert. Aber man kann quasi das globale We um einen Faktor 10 boosten und hat dann vielleicht dadurch auch noch etwas mehr Lebenssinn und vielleicht auch Lebensglück. Ökonomische Studien sagen, dass es äußerst schwierig ist, egoistisches Glück zu kaufen mit Geldausgaben. Aber altruistische Geldausgaben sind noch ein vergleichsweise leichter Weg dazu. Also vielleicht ist er wirklich ein Win-Win möglich. Ja, ich stelle mir einfach die Frage, geht es jetzt darum, philosophisch... Herr, sich kürzer zu fassen, es gibt so viele Fragen hier. Geht es darum, philosophisch Recht zu haben, oder geht es darum, das Spendenvolumen zu erhöhen? Also beim zweiten bin ich dabei. Jetzt rede ich, wurde gesagt. Mich würde interessieren, wonach ich definiere, wenn ich so auf der Welt unterwegs bin, dann treffe ich in Vietnam auch Familien, die eben unter 2 Dollar am Tag verdienen und auch noch Agent Orange Opfer sind, und dann reise ich weiter nach Sri Lanka oder Indien, und da treffe ich unglaublich viele Menschen, die unglaublich vieles benötigen, und dann gehe ich nach Jordanien und treffe syrische Kriegsopfer. Und dann komme ich wieder zu Hause in mein schickes Zürich und in meine gute Wohnung und muss mich jetzt entscheiden, wo ich meine, will downsizen jetzt mal, meine 100 Franken hinspende. Ja, und dann sitze ich da. Und dann denke ich mir, okay, was mache ich jetzt? Ich bin in meinem Job effizient und sehr effektivitätsgetrieben. Ich habe heute auch den Begriff Imperativ gehört hier, also Effizienzimperativ. Aber ich sitze als normaler Bürger, der versucht, irgendwie zu entscheiden, wohin er sich denn widmet und wem er sich widmet, auch wieder da und bin in einer Zwickmühle sozusagen. Und wenn ich mich jetzt für alle entscheide, meine 100 Franken aufsplitte auf die ganze Welt, dann habe ich immer noch ein verdammt schlechtes Gewissen gegenüber den Leuten, die hier in Zürich sitzen und auch Hilfe brauchen, oder in meiner Heimat in Deutschland. Und das ist irgendwie ein Thema, wo ich mich freuen würde, wenn ich an Bord bin. Das ist ein Stück weit das Überforderungsproblem auch, das es in dieser Situation ja auch gibt und in der Ethik auch diskutiert wird. Ja, ganz kurz, also ich meine, je nach Definition von kurz, für eine lange Definition von kurz, nein, für eine kurze. Wenn wir limitierte Ressourcen haben, dann befinden wir uns an Nolens Volens in einer dilemmatischen Situation. Also wir werden eh nicht allen helfen können, das heißt, wir werden ohnehin ein schlechtes Gewissen haben. Das heißt, das Beste oder am wenigsten Schlechte, was man hier tun kann, ist halt einfach das schlechte Gewissen vielleicht dahingehend dadurch zu minimieren, dass man versucht, den meisten zahlenmäßig, vielleicht den meisten Menschen oder das schlimmste Leid zu verhindern, dort wo der Leidensdruck am höchsten ist. Jetzt etwas, was man tun kann, ökonomisch zum Beispiel, das Geld scheint ja einen recht stark abnehmenden Grenznutzen zu haben. Also die ersten 100 Franken, die man pro Monat hat, die dienen dem nackten Überleben, und die 30. 100 Franken oder so, dann 3000 oder so, das ist dann mehr Luxus. Das heißt, etwas, was man schauen kann, man kann zum Beispiel das BIP als Kennzahl nehmen, das ist jetzt ganz holzschnittartig, und feststellen, dass unser Pro-Kopf-BIP ist bei über 60.000 Dollar pro Kopf und Jahr, dann, was weiß ich, nehmen wir ein Land wie Peru im mittleren Feld bei 6.000, und dann haben wir Uganda bei 600 Dollar Kaufkraft bereinigt pro Kopf und Jahr BIP. Und ich meine, das könnte eine Heuristik sein, weil das Geld eben einen abnehmenden Grenznutzen hat, kann man einen viel höheren Nutzen erzielen, punkto Wohlbefinden und Leidreduktion, auch Freiheit, auch politisches Empowerment oft. Wenn die Leute permanent krank sind und leiden, dann ist es mit dem politischen Empowerment auch ums politische Empowerment sicher schlecht bestellt. Also das wäre jetzt ein Argument, zum Beispiel vielleicht Peru gegenüber der Schweiz zu priorisieren und Uganda gegenüber Peru, wenn man halt nicht allen gleichzeitig helfen kann. Ich würde gerne an Frau Seidel anknüpfen. Ich höre auch sehr wenig von sozialen Beziehungen hier, und wir haben vorher über den Empathy Gap gesprochen, der wegen der geografischen Distanz halt da ist, aber es gibt auch so etwas wie eine soziale Distanz. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir Geld quasi rüberschiffen, sodass die andere Welt davon profitieren kann und uns vielleicht monetär näher kommt oder
wohlstandsmäßig näher kommt, dann könnten wir vielleicht auch darüber sprechen, dass wir uns sozial näher kommen. Also dass wir die soziale Distanz verringern und so die soziale Beziehung auch als Wert anschauen, den man von mir aus maximieren kann. Und dadurch könnte man vielleicht auch einen Rebound-Effekt erwarten, der hier lokal passiert, wo vielleicht tatsächlich eine Systemkritik stattfindet oder eine Systemänderung stattfinden könnte. Wie sehen Sie diese soziale Beziehung als Kovariable oder Variable in diesem ganzen System des effektiven Altruismus? Ja, ich denke, das ist ein gutes Argument. Zum Teil, wenn ich das so sehe, mit Entwicklungshilfe sind auch tatsächlich solche sozialen Beziehungen werden auch zum Teil aufgebaut, also beispielsweise wenn Schulen unterstützt werden oder Kindergärten und so weiter, dann wird eine größere soziale Nähe hergestellt und es wird Austausch geschaffen. Ich denke, das ist eine Möglichkeit, aber die ist natürlich begrenzt durch die räumliche Dimension. Ja, also man muss vielleicht schon noch etwas radikaler sich die Sache überlegen, weil es gibt natürlich Kulturkreise, also indigene Völker zum Beispiel, die bringen sie nicht sozial in unsere Nähe, dadurch, dass sie Geld spenden, denn die kennen keine Geldwirtschaft, die wollen keine Geldwirtschaft, man hat ihre Strukturen zerstört, die haben eine Livelihood, die man anders wiederherstellen muss als über Geld. Das sind dann Erkennungsprozesse, territoriale Konzessionen und so weiter. Also ich glaube, da ist es eben ganz wichtig, nicht nur über Geld zu sprechen. Ich habe jetzt vorher die freie Marktwirtschaft verteidigt, ich würde sie verteidigen, ich möchte gerne darin leben, aber man soll sie nicht kollektiv anderen aufzwingen. Und als Liberaler gab mich auch an das Austrittsrecht, es gibt auch für die freie Marktwirtschaft ein Austrittsrecht oder ein Nicht-Eintrittsrecht. Und indigene Völker, die eine solche Lebensform, die eine ganz radikal andere ist, wo Geld kein Thema ist, das ist auch schützenswert. Ne? Und die bringen sie jetzt nicht sozial in unsere Nähe, dadurch, dass sie ihnen Geld spenden. Also das soll man auch im Blick haben. Natürlich ist ein Großteil der Entwicklungsländer mit den Megastädten längst in der Geldwirtschaft und Industrie angelangt. Und da zählen dann auch vielleicht diese Werte, aber es müssen radikal andere Wertungen, die müssen schon auch möglich sein, auch kollektiv möglich sein. Ja, also wurde die ganze Zeit darüber illustriert, was effektiver Altruismus ist und der eine Kapitalismus, der andere ein bisschen humanistisch angehaucht und Empathie oder Liebe, Rationalität. Meine Frage ist viel klassisch orientierter. Wo soll ich spenden, wenn ich spenden will? Gibt es da eine Liste oder sind alles schwarze Schafe, die Organisationen sich nur selbsterhalterisch aufrechterhalten mit den Spenden oder gibt es da effektive Anlaufstellen? Vielleicht fange ich mal an. Ein Punkt, der noch aufgeworfen werden sollte, ist, also wenn man spendet oder Geld ausgibt, ist immer die Frage auch, was unterstütze ich damit? Und mir scheint als Ökonomin, die, falls hier irgendwelche Vorurteile sind, also sicherlich nicht kommunistisch geprägt ist, ich bin auch durchaus eine Befürworterin von Marktwirtschaft, nur sehe ich unseren globalisierten Kapitalismus durchaus sehr kritisch. Aber ich denke, dass wir uns vor Augen führen müssen, wie können wir ökonomische Strukturen aufbauen? Denn Entwurmungsmittel finanzieren oder Moskitonetze, das ist punktuell. Aber worum es uns doch geht, das ist, dass die Menschen, die leiden, eine Lebensgrundlage sich aufbauen können, die ihnen ein gutes Leben ermöglicht. Das sollte unser Ziel sein. Da können eben punktuell Moskitonetze helfen, aber es geht darum, eigene Aktivitäten aufzubauen, Berufe zu haben, Land bewirtschaften zu können, vielleicht eben wieder Land, das durch Landreform ihnen zugewiesen wird. In diesen Bereichen, das scheint mir besonders wichtig und auch nachhaltig, zeitlich nachhaltig, wie können wir den Menschen, die in Gegenden, wo großes Leiden ist, aber auch hier, wie können wir ökonomische Strukturen aufbauen, die den Menschen
Menschen ein korrektes, gutes Wirtschaften und Leben ermöglichen. Und ich denke, mich persönlich leitet das auch dabei, wo ich Spenden hingebe. Ja, wohin soll man spenden? Ich glaube, wir hatten ja zuvor eine Auslegeordnung, die Grüne Partei, unsere Stiftung, die Gitarrenstunden der Familie Schönewald, alles möglich. Nein, also es ist... Sie sind nicht abzugsfähig. Korruptionsgefahr und so. Nein, also ich glaube, es gibt hier eine ethische Dimension und eine empirische Dimension. Ich meine, für die... Also, das Leid in der Welt ist halt sehr umfangreich. Menschen leiden, Tiere leiden, künftige Generationen leiden potenziell. Ich meine, da muss man auch ethisch in sich gehen und sich fragen, ja, also welche ethischen Werte und Ziele vertritt man hier, mit welcher Gewichtung? Und dann für die empirischen Fragen, also wie sehen die empirischen Datenlagen aus? Da gibt es zum Beispiel Hilfswerke-Evaluatoren, die sehr wissenschaftlich arbeiten. Für den Weltarmutsbereich gibt es zum Beispiel GiveWell, givewell.org, das ist ein Team, bestehend aus 20 bis 30 Fulltime-Ökonominnen, Soziologinnen und so weiter, die systematisch versuchen, die aktuelle Datenlage zu evaluieren und danach grobe Schätzungen abgeben. Also, was ich eben im Malaria-Bereich, ich hatte es erwähnt, da kann man randomisiert kontrollierte Studien durchführen. Man hat zwei Regionen, in denen Malaria ähnlich grassiert. In der einen Region wurden Bettnetze verteilt, in der anderen noch nicht. Dann kann man grob quantifizieren, was man erreichen kann. Es gibt Animal Charity Evaluators, eine Organisation, ein Think Tank, Hilfswerke-Evaluator, wo dasselbe gemacht wird fürs Tierleid. Da gibt es Organisationen, die den Klimabereich evaluieren und so weiter. Und dann es gibt auch makrostrategische Fragen. Vielleicht denkt man, dass eben strukturell politische Veränderungen wichtiger werden. Dann müsste man das ausbuchstabieren, was Frau Seidel zum Beispiel gerade gesagt hat. Und dann könnte man vielleicht eine politische Lobbyorganisation spenden, wenn man denkt, das sei strategisch am effektivsten. Eine politische Lobbyorganisation spenden, die versucht, dieses Gedankengut möglichst effektiv zu verbreiten. Vielleicht kann man noch ergänzen, wenn man sich mehr interessiert für jetzt eben die Frage der randomisierten Studien, da ist der Name der Esther Duflo auch ein ganz wichtiger, die eigentlich bahnbrechende Forschung in diesem Bereich macht und vorlegt. Da gibt es interessante Bücher und Artikel auch von ihr zum Thema. Eine ganz kleine Frage, die ich auch noch einbringen möchte, ganz konkret, weil es mich interessiert, was die Stiftung in diesem Bereich für eine Antwort geben würde. Es gibt ja viele Kaufentscheidungen, die dilematisch sind. Ich kann mich entscheiden, zum Beispiel einen Tisch bei IKEA zu kaufen oder den Tisch beim Schreiner in die Ecke machen zu lassen. Ich persönlich bin klar der Meinung, der Tisch des Schreiners in die Ecke, wenn man sich ihn leisten kann, ist besser, obwohl er unglaublich viel teurer ist. Weil es dieses Handwerk weiterführt, weil das Holz aus dem Wald ist von nebenan, unter Umständen muss man das abklären. Weil die Transportkosten wegfallen, weil das Ganze nicht in China lackiert wurde, keine Ahnung. Was sagen Sie zu solchen Dilemma-Fragen? Ja, ich würde Sie wohl dazu ermutigen, sich zu vergegenwärtigen, dass wir eben eine Katastrophensituation haben und Sie dann fragen, sehen Sie es nach wie vor gleich? Wenn Sie es nach wie vor gleich sehen, okay, dann sind wir uns vielleicht punkto ethischer Wertfragen fundamental nicht so einig. Und ja, ansonsten, also eine vielleicht grundlegendere Frage, die man sich auch, die der effektive Altruismus spezifisch stellen muss, ist, also im Algorithmus quasi gibt es einen vorgelagerten Punkt, wo man sich entscheidet, überhaupt etwas zu kaufen. Ja. Und da muss man sich fragen, ja, ist dieser Tisch, dieser neue Tisch dann überhaupt nötig oder könnte man es wegspenden? Und wenn ja, dann stellt sich halt die Unterfrage, dieser Tisch oder dieser andere Tisch. Ich weiß nicht, also in der Praxis würde ich einfach versuchen, solche Konflikte irgendwie zu minimieren. Und ich meine, also wir versuchen auch, bieten Berufsberatung an für Leute, die das wünschen, aus effektiv altruistischer Sicht. Ich meine, ich versuche das auch so umzusetzen, dass ich zum Beispiel im Rahmen meines Monatsbudgets 20-30% einfach zur Seite lege und das dann möglichst effektiv zu spenden versuche. Und mit dem ganzen Rest, da entscheide ich halt nach Common-Sense-Überlegungen und würde vielleicht auch den Schreiner nebenan klar bevorzugen. Und hier sind es dann halt gewisse Trade-offs, die man sich individuell überlegen muss. Ja, wie viel ist mir dieser Wert, jetzt Unterstützung des lokalen traditionellen Gewerbes zum Beispiel, wie viel ethisches Gewicht messe ich diesen Wert zu im Vergleich zu jetzt eher also objektiver Leidminimierung, wenn es vielleicht auch um Leben und Tod geht, anderswo in der Welt. Ja, da muss man einfach in sich gehen, ethisch, glaube ich. Ich glaube, wir in diesem Raum sind uns wohl alle einig, dass es besser wäre, wenn mehr Menschen mehr helfen und mehr spenden würden. Jetzt ist es ja so, dass sehr viele Leute nicht heute in diesem Raum sitzen
und dass es eben diesen elenden Empathy Gap gibt, wäre es da nicht eigentlich schlau, wenn man das Helfen, das Spenden staatlich verordnen würde? Wenn man zum Beispiel als Gedankenspiel den Militärdienst durch ein Sozialjahr ersetzen würde? Herr Gladli, das ist doch jetzt für Sie, oder? Also das gibt es ja bis zu einem gewissen Teil. Aus Steuergeldern wird Entwicklungszusammenarbeit finanziert und da hat man vielleicht auch in der Vergangenheit Fehler gemacht, nicht alles optimal. Ich finde, dort ist auch der Ansatz, dass man genau hinschaut, ob man da nur, sage ich jetzt mal, im höchsten Elend quasi das Leben einfach rettet oder ob man eben auch strukturell versucht, nachhaltig, um dieses übernutzte Wort zu brauchen, nachhaltig für Strukturen zu sorgen, die sich dann auch selbst erhalten können. Das ist auch ein Anspruch, der dann einfacher durch und umzusetzen ist, wenn man das als Politik macht. Und ich denke auch, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, genau das ist eine der Arten, wie es aus meiner Sicht jetzt eher laufen müsste, weil ich glaube nicht, genauso wenig wie ich verlangen kann, wenn ich einkaufen gehe, dass ich da sämtliche Nebeneffekte meines Konsumverhaltens immer im Detail im Kopf nachberechne, dass ich auch verlangen kann von allen Menschen, dass sie jetzt selbst irgendwie diese Evaluationen machen, sondern da glaube ich, da müsste man einen stärkeren politischen Konsens finden, um zu sagen, okay, es gibt eine Grundverantwortung, die wir auch als Gesellschaft tragen, die von diesem System auch überdurchschnittlich profitiert und das machen wir dann mit Steuergeldern, also wir nehmen dann auch diejenigen mit den stärkeren Schultern etwas stärker in die Pflicht. Das ersetzt für mich nicht die individuelle Spende, aber ich denke, das ist letztlich, wenn es darum geht, jetzt nach Effektivitätskriterien vorzugehen, vermutlich der Weg, wie man schneller zum Ziel kommen könnte. Wir haben noch Zeit für eine allerletzte Frage. Die stellt der Herr da oben. Es tut mir leid, ich spreche nicht so viel gut Deutsch, aber ich habe die meisten Argumenten verstanden. Und ich habe eine Frage. Das ist über die Frage von Sie, der Schein an die Ecke oder IKEA. Und die Frage ist, warum ist IKEA so billig? Und warum sind wir okay mit den Menschen in die armen Länder, verdienen so wenig Geld und wir sind okay mit H&M und IKEA 5 Franken für eine Mütze und so Support. Können Sie bitte klar sein? Wieso das so ist, wollen Sie wissen? Ja, das. Warum sprechen wir über Spenden, wenn wir können die Leute in China oder Indien oder Bangladesch mehr bezahlen können? Also sozusagen, das wäre eine Frage des gerechten Lohns. Sie haben eine völlig wichtige Frage, die wir jetzt hier überhaupt nicht besprochen haben, beziehungsweise ich habe versucht, das anzusprechen. Wozu führt dieses System? Dieses System führt dazu, dass wir eben total günstiges Textilien aus China, die in unendlich schlechten Bedingungen erwirtschaftet worden sind, hier billig kaufen können. Das heißt, das ist ein globalisierter Markt mit Unterdrückungsstrukturen in Indien oder in China und so weiter. Indien kenne ich ein bisschen das Problem. 50% der Menschen haben immer noch keine Sanitäranlagen, weniger als $2 am Tag. Gleichzeitig gibt es immer mehr Millionäre, Milliardäre in Indien. Indien hat enorm kapitalintensiv gewachsen. Sen spricht davon, ein Wachstum ohne Entwicklung. Und ich denke, das sind doch die wesentlichen Dinge. Wenn wir irgendwie spenden, dann ist das eine Trostpflasterei. Es ist wichtig, ja, weil die Menschen, denen geht es schlecht. Ich habe gar kein Problem über Spenden, ich spende auch selbst. Und ich denke auch, wir müssen in dringenden Fällen eingreifen, in Katastrophen. Aber wir müssen die Strukturen. Zugrunde liegen grundsätzlich ungerechte Strukturen, die Armut und Leiden reproduzieren. Und wir müssen an diese Strukturen gehen. Es gibt ein interessantes Kapitel in diesem Doing Good Better Buch von McCaskill zu den Sweatshops, oder?
wo er eigentlich sagt, man solle die nicht so verteufeln, denn die Leute dort, das ist ihre Lebensgrundlage und es ist schon besser in einem Sweatshop zu arbeiten, als zum Beispiel in rural Ethiopia zu arbeiten. Also man muss immer fragen, man muss immer fragen, was die Counterfactuals sind, oder? Also das ist ja das eine Prinzip ist, dass man die Marginal Utility darauf achten soll und das andere Prinzip ist, dass man sich fragen muss, was ist kontrafaktisch der Fall, oder? Und es ist so, wir sind eigentlich so in den Frühkapitalismus zurückgefahren, oder? Wo diese schlechten Arbeitsbedingungen herrschen in diesen Staaten und die Firmen haben sich global aufgestellt. Sie können die Produktion dorthin auslagern. Es ist allerdings schon gut. Zum Beispiel, wenn Sie in einem Peru leben und für Nestle arbeiten, sind Sie schon froh. Die kontrafaktische Alternative dazu ist viel schlimmer. Und so weiter. Also man kann auch ein Argument dafür machen. Deshalb den IKEA-Tisch zu kaufen, der in Indonesien hergestellt ist, ist nicht unbedingt so eine schlechte Sache, wenn in Indonesien jemand dann eine Lebensgrundlage hat. Dann ist es eher ein Entscheid, will ich halt, dass es in meinem Umfeld noch Schreiner gibt, und das finde ich gut, und das ist eine Wertung, die ist was wert, oder will ich halt jetzt quasi prioritär diesen Hunderten, die dann quasi IKEA-Tische herstellen in Indonesien, will ich denen die Lebensgrundlage auch ermöglichen. Also so einfach ist das nicht, dass man diese Güter einfach boykottieren soll und dann Besseres damit tut. Das ist, dann sind wir schon bei den Vorsätzen, bei den guten Vorsätzen, die unter Umständen den Weg zur Hölle pflastern. Aber was es einfach braucht, sind auch andere Strukturen. Deshalb sage ich Frühkapitalismus, oder? Die Firmen haben sich global aufgestellt, multinational, und die Gewerkschaften, ich weiß nicht, wo die geblieben sind, aber die waren mal internationalistisch im 19. Jahrhundert. Die sind nur noch lokal und national aufgestellt. Natürlich gibt es internationale Gewerkschaftsorganisationen, aber die haben nicht dieselbe Bargaining Power, wie sie früher hatten im Nationalstaat. Und ich glaube, Pre-Distribution ist eben wichtig. Also Löhne, das ist ja nicht Geld, das der Staat verteilt, sondern das ist Geld, das wird den Menschen direkt ausbezahlt für ihre Arbeit. Wenn sie Bargaining Power haben, wenn sie einen höheren Lohn einhandeln können, dann ist es eben gut. Und irgendwie läuft es dort schief, oder? Dass wir globale Firmen haben und nur nationale Gewerkschaften. Und dass dort eine Strukturbildung vonnöten ist, die quasi die Spieße wieder gleich lang macht bei den Sozialpartnern. Oder? Da sehe ich halt einen wichtigen Beitrag. Da müssen wir nicht unbedingt die Steuern erhöhen dafür, sondern es ist gut, wenn die Leute sich selber einen höheren Lohn einhandeln können. Dazu braucht es kollektive Bargaining Power und dazu braucht es einfach die entsprechenden Institutionen. Ich weiß nicht, weshalb die Linke so nationalistisch geblieben ist. Oder? Aber ich meine, weshalb wir keine in diktatorischen Ländern haben einfach Gewerkschaften keinen Platz. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgen, aber in China, da werden Gewerkschaften das systematisch verfolgt. Ganz kurz noch, Herr Manino, und dann schließen wir. Es gibt vielleicht einige, die auch weiter möchten oder Hunger haben oder sonst was. Ich glaube, wir haben indirekt über Ihre Frage gesprochen. Dafür über die Frage hier, Staat, Individuum. Also oft wird gesagt, ja, der Staat soll was tun oder man muss Strukturen verändern. Aber das ist auch so eine Allerweltsformel. Ich frage immer zurück, ja, geben Sie mir bitte einen strategischen Plan. Wie kommen Sie von A nach B zur strukturellen Veränderung, politischen Veränderung? Und jeder Plan, den Sie mir vorlegen können, wird einfach viel Geld benötigen. Sie werden Dutzende Leute Vollzeit anstellen müssen bei NGOs oder bei Parteien, um irgendeinen strukturellen Plan implementieren zu können. Und dafür brauchen Sie eine Spenderbewegung. Und der Staat ist auch nicht etwas, zumindest in Demokratien, der irgendwie über den Individuen frei schwebt. Es ist kein Wunder, dass unser Staat nur 0,5% des BIP an Entwicklungszusammenarbeit zu leisten bereit ist. Die UNO sagt mindestens 0,7% und das ist immer noch lächerlich wenig. Es ist kein Wunder, dass das staatlich der Fall ist, wenn kein Individuum mehr als 1% spendet. Das heißt, der Weg muss über die Individuen gehen und ich wäre auch vorsichtig, einfach wenn man den Staat zu Hilfe ruft. Im April lancieren wir in der Stadt Zürich eine Volksinitiative zu Zürich als Spendenstadt, wo wir quasi als gesetzliches Ziel verankern möchten, dass die Stadt 2% vielleicht ihres BIP an effektive armutsbekämpfende Maßnahmen spendet. Das soll aber nicht durch Zwangsbesteuerung erfolgen, sondern durch Fundraising-Aktionen zum Beispiel. Wir arbeiten den Text gerade aus, aber ich glaube, es ist auch strategisch nicht unbedingt opportun, zu staatlichen Zwangsmaßnahmen zu greifen.
Denn das führt natürlich auch zu politischer Opposition. Also vielleicht hat man eine viel höhere Erfolgswahrscheinlichkeit und es ist viel effektiver, wenn man quasi auch auf freiwillige Maßnahmen setzt, auf politisches Nudging vielleicht. Gut, ich bedanke mich meinerseits ganz herzlich fürs Mitmachen. Es war sehr interessant mit Ihnen. Vielen Dank für Ihre Fragen und ich übergebe sehr gerne das Wort wieder Merit Schneider. Ich bedanke mich auch noch ganz herzlich. Wir sehen, wir können hier noch ganz lange weiter diskutieren. Danke vielmals für die engagierten Fragen, für die engagierte Diskussion. Ein bisschen weiter diskutieren können wir auf jeden Fall noch. Draußen steht für alle ein veganer Apéro bereit. Bedienen Sie sich auch bei den Flyern. Es sind Formulare, die aufliegen, bei Interesse an weiteren Infos, Newsletter oder auch beim Mithelfen bei der Initiative, die Adriano Monina vorher erwähnt hat. Man kann sich an alle Menschen mit solchen Schildern wenden, wenn man weitere Fragen hat zur Stiftung für effektiven Altruismus. Und ich kann nur wiederholen, ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und natürlich ganz herzlich bei den Podiumsgästen und der professionellen Moderation. Herzlichen Dank.